stimmt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Folge 57. Es ist wieder etwas, ist Normalität eingekehrt? Also zumindestens, wenn es darum geht, sieht so aus, dass ich nicht wieder allein im Keller sitze. Was endemische Normalität. Mich erfreut. Also ich bin aus meiner eigenen Corona-Phase raus, zum Glück. Das habe ich letztes Mal meine Schweinchen geschützt habe. Nicht, dass sich die auch noch anstecken. Und jetzt kann ich endlich wieder unter Leute oder Leute zu mir kommen lassen. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich in der heutigen Folge den Max, ich fange mal auf der anderen Seite an. Ich fange ja eigentlich immer bei dir an. Aber jetzt bin ich verwirrt. Diesmal darf Max. Hallo. Ich wollte gerade sagen, man muss auch mal ein bisschen so seine Spontanität testen. Er hat schon Hallo gesagt. Schön, dass du da bist, Max. Und Dani? Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Wunderbar. Dani ist auch da. Wie sanft er redet heute. Ja, ich bin heute sehr sanft. Das ist gut so. Manchmal muss man auch so ein bisschen... Sophisticated. Ja, wir vermissen leider Lorenz. Lorenz ist leider einem Magen-Darm-Virus zum Opfer gefallen. Lieber Lorenz. Als ob ihm das jetzt zurecht wäre, dass du das jetzt erzählst. Person. Dass er jetzt Scheißerei hat. Da muss er jetzt durch. Das okay. Drauf geschissen, wie man in Bayern sagt. Lorenz hört die Nein, Folge Lorenz. Dann am Freitag bestimmt auf dem Klo. Ja, ich hoffe mal nicht, dass es so lange hält. Wünsch dir mal eine gute Besserung. Genau. Lieber Lorenz, gute Besserung. Viel Salzstangen essen. Vor allem, ich hätte ehrlich gesagt trinken. Lorenz sehr gerne in der Folge heute gesehen, weil ich glaube, dass die Folge heute sehr unterhaltsam wird. Unterhaltsam, warum? Damit ihr mal meinen anfänglichen Disclaimer... Sponsoren versteht. Noch vergessen. Nein, alles ist alles in meinem Komm. Flow, das da hinten. Achso, okay, so ein paar, okay. Da so ein paar Stübchen, die haben so ein paar Connections. Genau, weil wir heute mal wirklich ein spannendes Thema reden, wenn es um so Spielerpersonas geht. Also, was gibt es denn so für Spielertypen in Magic und was ist euch so begegnet und was ist uns so begegnet? Und da hat auch Lorenz eigentlich schon eine Vorarbeit geleistet und die hätte ich gerne live gehört. Aber ich glaube, wir lassen es so mit einfließen. Ich habe ja seinen Text hier und dann versuchen wir Lorenz vielleicht mit einzubinden oder zu interpretieren. Der Max imitiert ihn einfach oder so. Redet boah, so wie Lorenz. Das wäre auch witzig. Wenn du das kann? Nee, das kriege ich nicht. Ja, das wird schwierig. aber eine ganz, ganz wichtige Botschaft von Lorenz an uns war, wir sollen unbedingt dafür sorgen, dass es ganz klar auch schon von Anfang an ist, dass wir hier definitiv niemanden direkt, wie soll ich sagen, der Lorenz-Disclaimer. Eingrenzen wollen, dass wir nichts irgendwie verurteilen wollen, dass wir kein Geschlecht irgendwie denunzieren wollen, sondern dass wir einfach unsere persönliche Wahrnehmung hier hereintragen und das ist eigentlich der ganze Hintergrund. Also es ist alles mit einem zwinkernden Auge gemeint und ich glaube, jeder wird so beim einen oder anderen Spielertypen, den wir so definiert haben, mit unseren eigenen Wörtern, wir mit Sicherheit grinsen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Haben wir jetzt schon gesagt, dass wir Spielertypen vorstellen? Ja. Ja, okay. Spätestens jetzt. Ja. Spätestens jetzt. Okay, wir stellen Spielertypen vor. Okay, ich gehe jetzt ganz schnell auf die Sponsoren ein, weil sonst ist Dani völlig lost. Völlig lost. In diesem Podcast werden wir wieder mal unterstützt von Kicks.com und unseren lieben Freunden Ultimate Guard. Ihr seht, wir sind hier etwas ausgestattet. Und ich nutze diesmal die Chance. Ich habe ein bisschen in meinem Keller gearbeitet während meiner häuslichen Quarantäne und habe mir gedacht, ich mache jetzt hier oben so ein kleines Showroom. Der Schrein. So ein kleines, das ist so Kamigawa. Da sind die neuesten Produkte von Ultimate Guard drauf, die ich leider pandemiebedingt noch nicht geschafft habe, auch mal ein bisschen zu promoten. Da haben wir nämlich diese wunderschöne neue Frozen World Bundle Edition und diesen neuen Omnihive 1000 plus Xenoskin, also richtig coole Produkte und mittlerweile werden wir sie schön unauffällig platziert im Video euch zeigen. Also wer sie mal sehen will. Das ist wie bei TV Total, brauchen wir ja. Noch so Pfeile und so. Ja. Das Werbung. Muss ich dann noch so drehen auf so einem ja. Keller. Oh, diesen Drehteiler, den könnte ich noch bauen. Boah, das wäre mega lange drucken oder so. Kann man bestimmt. Ich brauche da nur so einen billigen Motor dann bei Amazon. Ja, das machen wir mal. Können Danis Auto kaufen. Ach, immer diese. Kannst du nicht die Insider-Stories erzählen, die jetzt keiner versteht? Aber was ist noch wichtig zu erwähnen? Wir haben noch ein bisschen einen ganz kleinen Vorlauf. Warum? Die nächste Folge nach dieser Folge wird legendär. Sie wird legendary. Warum? Wir werden tatsächlich 2 Jahre alt. Wow. Und wir werden am 22.02.2022 unser 2-jähriges aufzeichnen. Holy und crap. Es wird feuchtfröhlich und wir haben uns jetzt schon, glaube ich, einen richtig lustigen Content ausgedacht. Und wir schauen mal, wie er bei euch ankommt. Aber glaubt uns eins, es wird lustig und es wird richtig, richtig, richtig dick, was es mit Verlosungen betrifft. Richtig dick. Das wird wirklich dick. Also das wird wild. Wir schmeißen Zeug raus. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ohne dass wir uns intern abgesprochen haben. Da müsst ihr auch ein bisschen beim Porto mit in die Tasche greifen, aber... Wir verlosen 10 Sachen. 10. Und das Mindestens. Sind keine kleinen Sachen. Darunter ist ein neuer Ultimate Guard Schlüpfer, den Dani bis dahin noch eintragen wird.
Okay, das ist jetzt Okay, schwierig. Wow. Okay, wow. Max wieder. Also, okay. Nein, wirklich. Also wir werden da echt ein bisschen was rausballern, weil wir haben da auch netterweise schon Zusagen, dass wir da ein bisschen Unterstützung bekommen. Das freut uns sehr. Also, unbedingt schon mal im Kalender markieren. Nackt und Rosa wird 2 an einem völlig crazy Datum, zumindest der Aufnahmezeitpunkt, aber das werdet ihr hören und sehen. 2 Jahre schon. Ihr habt vielleicht sogar Chance, Teil dieser Show zu werden, wenn... Ich muss kurz was ergänzen. Sollten wir es schaffen, bis in 2 Wochen auf 500 Subscriber zu kommen, uns fehlen aktuell noch 30, 31, okay, also packe ich aus eigener Tasche nochmal 5 weitere Artikel drauf, die wir verlosen. Dann gehen wir auf 15 Gewinne. Okay, das also, ist eine Ansage. Also... Ist, glaube ich, eine Ansage. Wenn da jetzt die Leute noch selber subscriben, die vielleicht noch nicht subscribed sind und uns damit supporten, dann lege ich jetzt was drauf. Das mache ich jetzt, weil die 500 hätte ich zum 2-Jährigen schon ganz gern voll. Und okay, wir triggern noch und ich muss, Dani, du willst das erzählen, oder? Was die Folge drauf dann passiert. Achso, ja, das wollte ich auch noch, aber ich wollte noch ganz kurz noch zu unserer Geburtstagsfolge. Okay, dann bitte. Danach werde ich das raushauen, weil ich da kurz vor den Tränen bin. Positiver Natur. Positiver Natur, Freudentränen. Aber genau, wenn ihr Teil der Geburtstagsfolge werden wollt, könnt ihr noch in der Kommentarspalte unter dieser Folge noch mal ein bisschen eskalieren, ja, im positiven Sinne. Weil mit etwas Glück werden wir diesen Kommentar in der Geburtstagsfolge mit erwähnen. Also vielleicht auch diskutieren. Auch diskutieren. Auf eingehen. Schreibt uns eure Gedanken. Ihr dürft uns auch, wenn ihr wollt, Sprachnachrichten schicken. Gerne auf den Nackt und Rosa Discord kommen. Den verlinke ich dieses Mal auch unter der Folge. Da dürft ihr gerne jederzeit den Nackt und Rosa Discord joinen und uns dann auch gerne mich direkt dort anschreiben und uns wirklich, wenn ihr wollt, auch eine Sprachnachricht zum Geburtstag schicken. Freuen wir uns auch drüber. Binden wir in die Folge ein, sodass es wirklich zu hören ist für jeden und werden es dann kommentieren. Also gerne auch das. Ihr seht, ihr dürft euch da interaktiv beteiligen. Würden wir uns sehr freuen. Ja. Und jetzt kommt Dani, it's drops, du willst es loswerden. Ja. Die Folge drauf, nach der Geburtstagsfolge. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Wirklich. Und tatsächlich, wirklich, ich bin mega froh, dass er zugesagt hat, wir kriegen einen ziemlich coolen Gast nach der Geburtstagsfolge rein. Also es ist eigentlich ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk, wenn man so möchte. Nachgelagertes. Und zwar einer der größten deutschen Magic Artists wird Teil eines Podcasts, also eines Interviews sein, Nils Hamm. Hat sich bereit erklärt, mit uns ein Gespräch zu führen und so ein bisschen über seine Kunst zu sprechen, wie er zu Magic gekommen ist. Und ich kriege Gänsehaut. Also ich finde die Bilder, du hast es so schön gesagt vorhin, Max, er ist halt eigentlich auf Seth MacKinnon-Niveau unterwegs. Definitiv, meiner Meinung nach schon, ja. Und er hat unglaublich viele ikonische Arts gemacht, auch gerade jetzt in Kamigawa, ein sehr, sehr schönes, was ich super cool finde. Vielleicht können wir den guten Nils ja mal fragen, ob er eine Neuinterpretation unseres Nackt und Rosa-Schweinchens vielleicht kriegen wir ihn dazu, machen möchte. Können wir dann neben die Version von Matthias Kollross. Vom guten Matthias Kollross hängen. Ja. Dann wird's crazy. Also wenn wir das schaffen, dann wird's richtig crazy. Ja, ich spreche nochmal mit ihm. Ich habe heute nochmal mit ihm kurz telefoniert. Das ist wirklich ein cooler Typ. Vielleicht macht er was Feines und vielleicht kriegen wir auch noch was hin. Wenn ihr vielleicht auch zu Nils noch ein paar Fragen habt oder ihr was wissen wollt von einem Magic Artist, auch das könnt ihr gerne uns schreiben, Kommentare packen. Das werden wir dann auf jeden Fall mit in die Folge mit aufnehmen. Gute Idee. Also ihr seht, es ist viel, viel los. Also das neue Jahr geht dann doch langsam wieder endlich steil. Denn auch wenn ihr jetzt den Podcast, weil er an einem Freitag released wird, hören solltet, Freitag genau, meine ich jetzt nicht den direkt darauf folgenden Samstag, sondern den quasi nächste Woche. Denn da sind wir zu Gast im Two-Headed Giant Sealed Event bei Herumkommandiert unter anderem. Da werden sich insgesamt 8 Two-Headed Giant Teams battlen und aus Sealed Packs quasi Decks bauen. Also auch da werden wir zugegen sein und uns mit lieben Content-Creator-Kollegen um die Krone prügeln. Das ist der wievielte? Da muss ich mal ganz kurz hier meinen Kalender bemühen. Das ist jetzt so ein bisschen... Aber das ist vielleicht auch ganz interessant für unsere Zuhörer. Ja, das ist ein berechtigter Punkt im Moment. Ist der 19. oder? Habe ich im Kopf. Es ist der 19. Ja, okay. Exakt. Also am 19.2. wird es dieses Event geben und da werden wir dementsprechend teilnehmen. Das geht ab 13.30 los. Und nicht nur teilnehmen, wir werden gewinnen. Das auch. An diesem Event werden wir gewinnen. Genau, das werden wir tun. Ihr habt das hier zuerst gehört. Ja, genau. Also ihr seht, wir haben schon 10 Minuten auf der Uhr und haben euch alle möglichen Sachen gesagt, die in der Zukunft kommen. Und noch vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bis zum nächsten Mal. Euch im Endeffekt jetzt in die neue Folge einzuleiten. Aber ich würde sagen, wir springen rüber zum eigentlichen Thema, was wir uns ausgedacht haben für die heutige Folge. Und zwar Spielertypen, denn die gibt es in reichlicher Ausprägung da draußen. Ich mache vielleicht noch so einen Intro-Part, der so ein bisschen abholen soll. Warum? Also es gibt ja eigentlich ursprünglich seitens Wizards of the Coast gibt es ja eigentlich schon offizielle Player-Profiles da draußen. Und zwar haben sie in der Summe 3. 2 davon wurden
insofern gegendert, als dass man entweder zu dem einen Timmy oder Tammy sagen kann. Zu dem zweiten könnte man sagen Johnny oder Jenny. Und der dritte, da bin ich ein bisschen ratlos, einfach nur Spike. Der wie das Spike. Für beides zu gelten. Aber Spike nicht auch, heißt der Typ nicht in Notting Hill auch Spike? Ach du, Spike gibt's häufiger. Aber maybe. Ich weiß es nicht. So Notting Hill. Notting Hill ist vielleicht ein schwieriger. Schaut ihr den nicht gerne an? Absolut, ist mein Favorite. Guck jeden Sonntagabend. Ja. Aber das sind charakterisierte Spielerprofile, die seitens Wizard of the Coast schon ausgelobt wurden. Die haben natürlich auch schon ihre Eigenarten und ihre ganzen Spleene und was es da so alles gibt. Und ist auch schon breit diskutiert da draußen. Ja, ja, genau. Genau, deshalb wollen wir auch gar nicht so genau darauf eingehen, was diese Spielertypen jetzt ausmacht, sondern losgelöst davon einfach mal unsere Sicht auf die Dinge schicken. Genau so ist es. Und jeder hat da schon so seine eigenen Benamungen genommen und seine eigenen Erklärungen, warum er den wie so nennt. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass wir da draußen häufig ein Nicken der jeweiligen Zuhörer, Zuhörerinnen erzeugen werden, weil jeder kennt sie. Also ich bin auch gespannt, welchen Spielertyp wir uns gegenseitig zuweisen. Oh, das wird witzig. Weil, versuchen wir denn unsere Spielertypen gegenseitig zu matchen, die wir uns ausgedacht haben? Können oder wir, sind die einfach? Ja. Können wir schon machen. Aber ich habe dann auch so ein bisschen durchgelesen, natürlich. Wir haben in unserem Chat uns so unsere eigenen Gedanken auch geteilt, wo ich mir schon dachte, das bist du schon selber auch. Aber das. Also hast du das über den gedacht, der es geschickt hat? Genau. Achso, okay. Ich bin auch alles ein bisschen, glaube ich. Kommt immer auf die Situation an. Kommt immer drauf an. Eine wichtige Determinante, auf die wir vielleicht später nochmal eingehen können. Weil das ist ja nicht immer, du bist nicht nur immer der eine, sondern... Du bist der ältere Asi. Du bist immer der Arsch. Ja, genau. Der Goblin. Ich glaube, es kann sehr kontrovers diskutiert werden, weil da ist schon ein bisschen Feuer drin. Ich glaube auch. Und haben jetzt gesagt, wir machen das so ein bisschen reihum. Also jeder droppt mal immer wieder so einen Spielertypen. Und dann gehen wir da so dritt über diesen Spielertypen drüber und gehen mit dem so ins Gericht und schauen uns den mal so ein bisschen an. Also derjenige, der ihn verfasst hat, wird ihn kurz vorstellen. Und dann sprechen wir mal darüber. Also ich habe es jetzt hier soweit offen. Ich weiß nicht, wollt ihr eure eigenen... Nee, du musst mir nur dann reichen. Okay, das können wir machen. Max, willst du anfangen? Soll ich anfangen, Du bist vorbereitet jetzt. Okay. Jetzt bist du vorbereitet. Jetzt fangen wir mit deinem ersten Spielertyp mal an. Also du hast ja eben schon kurz Disclaimer, das will ich jetzt auch nochmal machen. Also das ist jetzt wirklich losgelöst irgendwie von ganz spezifischen Personen. Ich habe viele miteinander so Charaktere miteinander vermixt ein bisschen und versucht, sie ein bisschen zu clustern. Ich glaube, man muss das so ein bisschen mit Vorsicht behandeln, auch wenn sich das ein bisschen spitz formuliert anhört. Aber ich starte einfach mal mit meinem ersten, den ich mir jetzt hier ausgedacht habe. Den habe ich nämlich den Pseudo-Pro-Gamer genannt. Der Pseudo-Pro-Gamer, der gibt dir das Gefühl, bloß keinen Spaß haben zu dürfen und sieht dich lediglich als Punktequelle. Castet dann nach langem Überlegen eine Haste-Creature in der Second Main und lässt dich völlig verwirrt zurück. Gewinnt aber dennoch dann irgendwie ganz knapp und fühlt sich dabei wie LSV und lässt es dich auch spüren. Ja, da muss ich so lachen und ich kann es mir so vorstellen, wie du beim Legacy-Turnier sitzt und genau die Situation hast und dich am tierisch nur aufregst. Ja. Der Pseudo-Pro-Gamer, den kann man natürlich jetzt auch noch in andere Himmelsrichtungen denken, wenn man zu den Namen nimmt. Also ich meine, so Pseudoprogramme, die gibt es ja nicht nur in der Form, sondern, also weiß nicht, ob's. Ich bin, weil du hast nämlich, ja gut, den kann ich jetzt noch nicht droppen, den wollen wir ja noch nicht revealen, den zweiten hier. Ich bin jetzt immer überlegen, ob für mich zum Pseudoprogramme auch der dazu gehört, der meint, der dich einfach immer maßregeln muss. Der dir immer genau sagt, wie du zu spielen hast und dass du unbedingt irgendwie deine Phasen ansagen musst und so. Gehört das für dich zum Pseudo-Pro-Gamer dazu? Ich glaube, das ist nochmal ein anderer Charakter. Vielleicht ist der auch relativ eng verknüpft mit dem Pseudo-Pro-Gamer oder dem wirklichen Pro-Gamer, auf den wir vielleicht gleich nochmal einkommen. Was hast du denn gespoilert? Aber es gibt so Subtypen einfach. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich den Pseudo-Pro-Gamer und den gibt es in verschiedenen Ausprägungsarten. Ja, ja. Also dann gibt es wahrscheinlich, also ich habe ja auch so einen Typen mit aufgeführt, der einfach die ganze, egal was du legst, du kannst noch so krass spielen, der immer, okay, okay. So, also komplett so unbeeindruckt ist. Ja. Und das macht mich auch irre. Und vielleicht ist auch so ein Pseudo-Pro-Gamer ist ja auch so ein bisschen von sich selbst überzeugt und denkt, er hat ja auf alles eine Antwort. Absolut, aber dann macht er halt, er gibt dir das Gefühl, so von oben auf dich herabzublicken, macht dann aber selber ganz offensichtliche Spielfehler, wo du dir denkst, so, Digga, was geht ab? Aber er gewinnt dann trotzdem und du sitzt dann da und denkst dir so. Ernsthaft. Ja. Warum? So really. Okay, aber dann, das würde ich auch ganz gerne machen. Lass uns so ein bisschen auch so die Eigenschaften von so einem Spieler dann noch ein bisschen herauskristallisieren. Das heißt, du hast es gerade schon gesagt, also der Pseudoprogramm hat schon einen guten Batzen Arroganz. Mhm. Ja. Eigentlich aber eine totale Selbstüberschätzung auch intus. Ja, in Teilen, ja. Und ist eigentlich auch irgendwo verunsichert.
Nee, weiß ich nicht, ob er fehlende Spielintelligenz. Oder er überspielt. Oder er vielleicht ist es mehr überspielen. Genau. Ja, okay, ja. Okay. Und das ist wie, wenn du in der C-Klasse Fußball spielst und dann hast du den Stürmer, der mega einen auf Ronaldinho machen möchte und den du einfach fünfmal auf die Füße haust und dann sauer ist. Weil trotzdem haut er dass du nicht Fußball. Aber trotzdem muss er ja Tore schießen. Genau. Das ist ja der Punkt. Ja, genau. Und er schießt trotzdem Tore, ja. Weil er dann blöd dasteht, den Ball gegen den Kopf fällt. Ja, genau so was. Und dann rennt er danach zu dir und sagt, ja, ich hab's dir gezeigt. Genau. Und du fühlst dich dann so, ja, okay, danke dafür. Und dann hat er die fehlende Selbstreflexion, dass er sich nicht eingestehen kann, dass das jetzt eigentlich totaler Lucky Punch war, sondern dass er einfach glasklar der Meinung war, nee, das Ding hab definitiv ich. Ja, das meinte ich mit LSB dem, fühlt sich dabei wie LSB am Ende. Ja, und wenn er dann verliert, dann sagt er, hast du Glück gehabt, ne? Du lag Top-Deck, nur Top-Deck. Das passiert mir ständig. Ich war Mana Screwed. Ich hatte zwar 14 Länder, aber ich war Mana Screwed. Ja, ich war Mana Screwed. Du bist so ein Lacker. Ja, okay. Fühlst du den Typen so in der Form, wie ihn Max beschreibt, komplett? Ja, total. Okay. Total. Also, nicht Martin. Nee, ich war einfach die Frage jetzt mal an Dani. Aber also ich überlege gerade, ob ich so jemanden tatsächlich kenne. Also ich bin auch tatsächlich auch gerade kurz durchgegangen. Was mir schon untergekommen ist, ist schon mal so gerade beziehungsweise bei Pre-Release-Turnieren. Ist mir das untergekommen, dass dann Leute mir gegenüber saßen, die schon mir erstmal fünfmal erklärt haben, warum ich diese Karte nicht spielen sollte, die in meinem Deck gerade drin schwarze ist. Schwarze Mio-Jin zum Beispiel. der Schwarze Bringer. Die mir dann erklären, warum ich diese Karte nicht spielen sollte und selber aber dann irgendwie so einen Rotz zusammenspielen und dann gewinnen und dann halt auch halt wirklich so überlegen, da sind und dann am besten, ich meine, ich spiele jetzt auch nicht so kurz und dann halt noch ein paar Tipps für mich auf Lager haben. Das ist schon mir auch schon passiert, ja. Aber so jetzt im direkten Umfeld fällt mir jetzt tatsächlich keiner ein. Ich frage mich gerade, ob die Spielertypen, die wir jetzt so uns ausgedacht haben, wirklich formatunabhängig sind oder gibt es vielleicht den einen oder anderen mehr in einem spezifischen Umfeld? Also vielleicht gibt es andere Typen im Casual Commander als im Legacy Turnierspiel, oder? Ich glaube schon auch wirklich ein bisschen. Also ein Casual Commander ist das nicht. Das glaube ich auch nicht, nee. Das taucht nicht. Den hast du ich habe, glaube ich, beides so ein bisschen vermixt miteinander, die Commander-Gruppen. Das ist okay. Aber ist trotzdem Spielertyp. Du hast ja trotzdem irgendwo Nuancen immer irgendwo drin. Wir haben ja gerade gesagt, du wirst selten schaffen, diesen Spielertypen, den wir zwar irgendwie immer beschreiben, dass du den 1:1 über irgendeinen drüber stülpen kannst, den du kennst. Das wirst du selten schaffen. Ja. Das glaube ich. Ja. Der hat dann immer so von allem so ein paar Punkte drin. Anders wird es da ehrlich gesagt nicht gehen. Sieht irgendjemand was von Max, seinem Pseudo-Pro-Gamer, in sich selbst? Boah, das ist eine fiese Frage. Ja, ich weiß. Ja, ich glaube schon. Ich sehe das schon manchmal so Aspekte bei mir, glaube ich. Ja, so. Dass ich mir denke, so, oh, das ist mega krass und dann war das totaler Bullshit. Ich muss auch zugeben, ich bin gerade am Überlegen, wie ich auf diese Aussage eingehe, dass ich jemanden eventuell lediglich als Punktequelle sehe, ob ich da schon so ein bisschen diesen. Also, ich habe es tatsächlich, muss ich ganz ehrlich und fair sein. Ich habe mich da schon mal ertappt, als wir mal bei uns so ein eigenes Pre-Release gespielt haben, was wir so als Spieltag hatten. Und da kam halt einer, der komplett neu war in dem Game. Und gegen den habe ich halt... Der hast du gedacht, den mache ich rund. Gegen den bin ich gekehrt worden. Und dann habe ich halt schon so dieses überhebliche Gefühl bekommen, so dieses, okay, das ist halt jetzt ein Free-Win. Wie eine Chris in Paris mit dem Blinden, oder? Okay, das ist auch wieder ein Insider. Und das ist auch eine harte Geschichte. Das ist ein Insider, ja. Aber also vielleicht was für die Geburtstagsfolge da. Ja, das ist ein guter Punkt, den kannst du gleich mal aufschreiben. Falls ihr euch fragen solltet, ob man Magic spielen kann, wenn man blind ist, die Antwort ist ja, es geht. Oh ja, und gewinnen kann man damit auch. Ja. Genau. Aber ich habe tatsächlich dann mich schon dabei irgendwie im Nachgang ertappt, dass ich gesagt habe, okay, das war für mich so ein gefühlter Freewin, den habe ich einfach schon als gegeben genommen und habe mich da schon so selbst in so eine überhebliche Position gebracht. Ich meine, ist ja insgesamt gedacht jetzt nicht ganz unrealistisch, dass man halt einfach schon eine riesige Advantage hat, weil man das Spiel kennt. Ja. Und wenn der da selber sich so ein Deck zusammenbauen muss und da vielleicht noch gar keine Ahnung hat und neu ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon höher. Aber das muss mich ja trotzdem nicht in die Position bringen, dass ich mir irgendwie wie in so eine Punktequelle betrachte. Also ich glaube, so eine gewisse Arroganz hat jeder schon mal bei Magic-Spielen gehabt. Also allein schon, wenn man eine mega geile Hand hat und sich denkt, okay, easy going. Da wird es dann schon schwierig. Oder tatsächlich, wie du auch schon sagst, beim Pre-Release, wo der, wenn der gegenüber dich schon fragt, wie er sein Land tappen soll, dann hast man schon eine gewisse Überheblichkeit da. Aber ich glaube, aber das könnt ihr gerne berichtigen. Was mir nicht passiert ist, dass ich halt mega den Lucky Punch oder halt 5000 Spielfehler gemacht habe und dann noch gesagt habe, ich hab's dir gegeben. Ich glaube, Spielfehler mache ich viele. Nur den Spielfehler kannst du wegnehmen, den Rest ist. Also Spielfehler mache ich viele und in der Regel, zum Beispiel Max weist mich auch immer ganz freundlich darauf hin, aber so viele ich glaube nicht. Machst du nicht. Ja, ich mache schon ein paar. Also bin ich nicht der Meinung. Ich hatte mal ein Limited-Game, da habe ich, glaube ich, gewonnen und habe die ganze Zeit nur irgendwie Spielfehler rausgehauen. Und, also. Aber da hatte ich halt nur Bomben. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber Pseudo-Pro-Gamer. Ja. Aber
Das lasse ich dann zumindest nicht so raus. Also dann weiß ich auch, okay, ich habe Fehler gemacht und habe trotzdem gewonnen. Ja, das hat noch die Selbstreflexion, dem halt fehlt. Ja, aber ich glaube, es ist auch, ja, was diesen Spielertypen definiert, ist das Gefühl, wenn du ihn gegen ihn spielst und selber verlierst. Ja? Ja. Bei dem Dani, dann ist es halt so, ja, ich hätte es schon gerne gegen dich gewonnen, Dani. So, aber ja, irgendwie aber ist es dann, ist okay, kann dir dann auch nicht böse sein. Ja, genau. So, das ist dann auch in Ordnung. Das ist völlig fein. Außer da sind es halt so Commander-Games, wo ich drei Länder habe und du mir eins der drei Länder wegmachst und ich das ganze Spiel nicht mitspielen kann. Und dann bin ich halt schon pissed irgendwie. Das ist eine wunderschöne Überleitung. Warum? Ich würde nämlich jetzt den ersten vom Lorenz mit einklinken. Ja, sehr gerne. Und das passt wunderbar, weil Lorenz ist der erste vom Titel der Rumheuler. Und das ist natürlich jetzt ein schöner Punkt. Ich fand, der Lorenz hat echt ein paar richtig gute, wo ja, ich wiederfinde. Wo also, ich mich richtig wiederfinde. Lorenz, sein erster Spielertyp, nennt sich der Rumheuler. Und ich lese mal kurz Lorenz seine Worte dazu vor. Beschwert sich, wenn du seine Kreaturen zerstörst. Beschwert sich, wenn er Mana-Screwed ist, spielt aber nur 34 Länder im Commander. Das ist so seine Ergänzung. Beschwert sich, wenn er flooded ist. Beschwert sich, wenn du Board Wipes, Targeted Land Destruction, Infinite Combos, Eldrazis, Stax, irgendwas außer Kreaturen spielst. Stax oder Stacks? Stacks. Freundschaft, Versprecher. Ich wollte ihn jetzt bewusst mal so droppen. Sorry, Stax. Typischer Satz, boah, echt jetzt. Das bin ich. I know, total. I know. Aber nur bei Commander. Ja, ich glaube schon. Bei Commander ist es wirklich egal, was du Richtung Max machst. Aber Martin ist da auch schon echt gut unterwegs. Ja, kann das auch. Kann ich mich überhaupt nicht rausnehmen. Da würde ich jetzt mich einfach selber total anlügen, wenn ich sagen würde, nee, gar nicht. Ich möchte es aber zumindest ein bisschen entschärfen. Also fühlt er sich ertappt. Ne, ja, nee, da habe ich gar keinen Schmerz, das offen zuzugeben. Ich glaube aber schon, und ich weiß nicht, wie ihr das, dürft mir da ehrliches Feedback geben, ich bin jemand, der es einfach wahnsinnig hasst, wenn er in einem Spiel nicht mitspielen kann, weil es einfach, ich sage jetzt mal, die klassische Magic Situation verhindert. Das hasse ich. Ja, diese Non-Games, die sind genau, halt richtig kacke. So. Genau. Wenn alle drei spielen und du sitzt dann kommst nicht aus dem Arsch. Einfach. Genau. Wenn du halt einfach irgendwie zum gefühlt dritten Mal in Folge gegen entweder, ich mache jetzt mal ein paar Beispiele, gegen ein Top-Deck verlierst oder Mana-Screwed oder wirklich Mana-Flat bist und du einfach nichts machen kannst. Wenn ich Spielfehler mache und dadurch verliere, wenn der Gegner einfach besser spielt, da bin ich, glaube ich, schon mehr als fair und gebe das zu und habe auch gar keinen Schmerz damit. Klar, so untereinander unser Foppen, das gehört irgendwo dazu. Ich kann wenn du Legacy Turn 2 gegen Combo-Deck verlierst, finde ich auch so, okay. Ja, okay, dann so. Let's try. Aber, ist es so. Aber ja, bei Commander, ich kann dich nie angreifen, Martin. Jedes Mal, wenn ich dich angreife, dann kommt. Es ist eigentlich völlig wurscht, wenn ich an diesen Tisch angreife, selbst wenn es am sinnvollsten wäre, weil du der Stärkste auf dem Board bist. Dann muss ich immer mit 5000-facher Rache. Das macht mich total wahnsinnig, diese irrationale Rache. Ich glaube, man muss mal Dani einfach mal auch wirklich aufzeichnen, dass er jedes Mal mich überhaupt immer als First Target nimmt. Das ist falsch, weil das aber gleich das liegt auch nur daran, weil du in jedem deiner Decks Sporefrog spielst. Das gleich behauptet der Pavel auch. Der Pavel sagt auch, es kann ja nicht ständig permanent zwei gleichzeitig als erstes angreifen. Das könnte ich, ich kann mich selten an Matches erinnern, wo wir beide sitzen. Vielleicht haben wir beide recht. Wir sollten mal drüber nachdenken. Okay. Aber der Dani ist gar ein Rumheuler. So, wenn ich mir das so angucke, die Definition da, ich sehe da ja nichts drin, was mich an Dani erinnert, um ehrlich zu sein. Also Dani wird irgendwann dann salty, wenn er merkt, er hat die ganze Zeit Power und drückt und drückt und drückt und irgendwie wird es ihm dann nicht gegönnt und man rasiert ihn dann komplett gemeinsam irgendwie weg, dann hat er gar keinen Bock drauf. Das findet er total blöd, wenn er da irgendwie nicht seinen Stiefel runterspielen kann, der für ihn so nach einem Plan aussieht. Mhm. Da wird es dann, aber sonst so die anderen Punkte. Bei Dani geht es auch oft darum, einfach nur viele Karten zu tappen und hinzulegen und so. Ja, manchmal will er gar nicht so auch so ein starkes Board haben oder irgendwie, sondern einfach, er möchte einfach so oft viel haben. Ja. Viel legen, viel tappen, viel machen. Weil viel hilft viel. Viel hilft viel, würde ich sagen. Ja, das trifft es ganz gut. Aber ich war früher tatsächlich ultra viel am Rumheulen, war ich tatsächlich, und dann wurden mir von ein paar Leuten halt nahegelegt, hey Daniel, du, das nervt so krass. Echt? Ja, und dann habe ich echt dran versucht, das zu ändern, dass ich nicht mehr an so, warum immer ich? So wurdest du zu einem besseren Menschen. War das in unserer Community? Ja. Echt geil. Und dann habe ich echt versucht, das wirklich, weil ich kann es nachvollziehen, ich kann es nachvollziehen, dass es nervt. Hiermit biete ich unser neues Nackt und Rosa Produkt an, der Kurs für die Selbstheilung. Ihr könnt gerne bei uns mal in der Community ein paar Spiele machen. Mindfulness, Magic. Zum besseren aber weißt du, was der Trick an der ganzen Sache ist? Jetzt ein Tipp für alle. Einfach die Fresse halten. Genau, einfach Fresse halten, Bier trinken. Nein, und zwar, wenn ihr euch aufregt, dass der andere Land Destruction spielt oder Drasis oder No Position Agent, ja, macht das auch einfach selber. Dann stört euch das nicht mehr. Ja. Es ist halt einfach so. Ich habe jetzt einfach tatsächlich in meinen Casual
Also da würde mich jetzt jeder haten dafür, aber natürlich habe ich in meinem Grollnok Graveyard Commander habe ich Land Destruction, ist ein Wasteland und eine Strip Mine und Buried Ruin und alles drin. Das beste Beispiel ist auch ein Oko, finde ich. Wenn Oko auf der gegnerischen Seite liegt, dann fuckt mich das so hart ab. Deshalb muss ich einfach in jedem Deck selber Oko spielen. Ja, genau. Ja. Deswegen spiele ich Oko im Deck. Ja, richtig. Ja. Und dann kann ich den anderen weg Okoen. Ja. Oko. Genau, Oko. Deswegen, das ist der Tipp. Dich stört es nicht mehr so. Gleiches mit gleichem Vergleich. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, wenn ein anderer dir ein Eldrazi um die Ohren haut, dann antworte mit einem Eldrazi. Absolut. So easy ist das. Oder mit einem Force of Will, das geht auch. Ich hätte natürlich jetzt alles in allem gerne so die Lorenz-Version gehört, aber ich glaube, das haben wir schon relativ gut rausarbeiten können aus dem Rumheuler. Ist, glaube ich, auch ein ganz bekannter Typ, würde ich mal behaupten. Ich glaube das also, schon, ja. Ich glaube, jeder, der zuhört, würde, glaube ich, uns zu 100% zustimmen, dass er mindestens schon mal einmal im Magic-Universum auf einen Rumheuler getroffen ist. Ja. Oder selber einer ist. Oder war. Ihr dürft auch gerne mal so selbstkritisch in den Kommentaren sein und euch selber auch vielleicht mal so anhand unserer Profile, die wir so zeichnen, euch auch gerne vielleicht mal den einen oder anderen auch selber geben und das mal selbstreflektierend auch. Oder habt ihr euch sogar schon selbst geheilt? Ja, vielleicht. Ja, dann gebt mir einen Tipp, wie man das macht. Das wäre sehr spannend. Also lasst uns das gerne wie wissen. Wie werdet ihr... Okay, nee, passt. Hat kurz überlegt. Ich habe kurz überlegt. Wir kommen ja noch zu ein paar Typen. Gehen wir mal auf deinen ersten Spielertypen ein. Du hast den Scheinsouveränen, den du so beschreibst, egal was du aufs Board legst, er tut immer so, als ob es kein Ding wäre, also als ob es nichts Gefährliches wäre. Ja, genau. Das ist so, gerade, also es fällt mir bei Turnieren auf. Also ich glaube, Max ist zum Beispiel so einer. So, da legst du was. Und er nickt. Und du denkst halt so, okay, ich habe hier ein Eldrazi, gut, Eldrazi, da rastest du aus. Aber spielen wir, reden jetzt von einem kompetitiven Umfeld oder ist das einfach nur so eine Casual Commander-Runde? Ich finde, es gibt auch eine Casual Commander-Runde. Da kannst du, egal was du legst, egal wie krass dein Board ist, du sagst, okay, alles klar. Denkst du, also ich hätte gerne so ein bisschen mehr. Reaktion, ne? Reaktion oder so. Was willst du sehen? Angst, Schweißausbrüche. Ja, ich weiß nicht, wenn ich so, ihr kennt ja meine Decks, ich spiele dann eine halbe Stunde an mir rum. Und dann lege ich irgendwie einen krassen Zug und dann tausche ich die Lebenspunkte und dann hat jeder noch einen Lebenspunkt und ich bei 35. Da willst du schon eine gewisse... Und dann okay, wow. Resolved. Ja. Und alle, okay, go. Bist du fertig jetzt? Ja, bist du fertig? Und dann, ey, Leute. Ich habe gerade den Move meines Lebens gemacht. Genau, und du weißt, und dann danach schiebt er zusammen zum Beispiel. Es ist ja nicht so, dass er eine Antwort hat, sondern er schiebt danach zusammen. Das ist ja nur, weil man dem Gegner das die Genugtuung nicht gönnen möchte. Ja. Ja, das ist natürlich dann auch fies, wenn natürlich auf sowas, wenn du da so alles rausballerst und dann einfach nur so ein ganz stumpfer, total trockener Conceit kommt. Ja, und er sagt, geil. Okay, passt, dann go. Und dann denkst du, das nimmt irgendwie den Spaß im Sieg. Ja, das ist halt so ein bisschen. Du willst das schön fühlen, ne? Ja, so Entertainment-Faktor. Ja, du willst, also, ich habe schon noch kurz überlegt, ein gewisses, also, ich kann für mich sprechen, ich arbeite schon sehr stark auch ein bisschen mit dem Feedback meines Gegners, weil das, was du gerade beschreibst, dieses Reaktion einsammeln vom Gegner, hilft mir ja auch so ein bisschen das Spiel zu lesen. Du kannst mich ja auch zum Beispiel also 100% lesen. Das ging am Anfang auch mal ein bisschen einfacher gegen dich. Ja. Aber mittlerweile nicht mehr. Nee, aber das ist, aber also klar, ich meine, das ist eine ganz spezielle Situation, weil man natürlich schon viel zu lange miteinander Magic spielt. Aber wenn ich jetzt auch an Turniere oder so denke oder an irgendwelche Competitive Matches und ich kenne den Gegner überhaupt nicht, weil ich ihn noch nie getroffen habe, dann versuche ich natürlich schon, so was du jetzt beschreibst, aus dem, was ich tue, irgendwie herauszulesen, ob das jetzt bei ihm was auslöst. Also irgendeine Reaktion im Sinne von, oh shit, jetzt hat er genau die Combo gespielt, gegen die ich jetzt gerade gar nichts habe. Ich kann das Ding nicht removen und dann habe ich ja schon mal so eine gewisse Advantage zu wissen, okay, darauf kann er jetzt theoretisch schon mal gar nicht reagieren. Ich habe jetzt mindestens ein, zwei Runden, wo ich eventuell Damage machen kann, wo er mir die Kreatur nicht removed oder was auch immer. Das hilft mir ja schon. Also das ist für mich, für meinen Gameplan schon irgendwo entscheidend. Das, was du meinst, verstehe ich. Das ist natürlich so dieses Entertainment in der Runde, wo man so casual spielt, Spaß hat. Du musst es dir so vorstellen, es ist wie wenn du, nehmen wir mal das All-Star-Weekend der NBA und dann gibt es einen Dunk-Contest und dann macht einer den krassen 360-Dunk und haut das Ding in den Korb rein und sonst bei der NBA stehen alle auf und wedeln mit den Handtüchern und dann sitzen sie nur da. Okay, 10. Gib mir mal einen Ball, mach weiter. Ja. Geht weiter. Wir haben noch 10 Sekunden. Nächster bitte. Und ich meine, also klar, im kompetitiven Umfeld muss das so sein, das ist wahrscheinlich Pokerface. Ich glaube, in so einer Commander-Runde
ich glaube schon von mir behaupten zu können, dass ich das schon abfeiere, wenn andere einen krassen Zug macht. Wo ich mir ja denk, doch, schon, also. Wo ich also ich feiere das auch, wenn, ja. wenn Spieler A, Spieler B dann richtig ja. in die Fresse haut und ich Spieler C bin, dann kommentiere ich das. Also klar, natürlich. Ja. Und dann steht der einer, boah, jetzt hast du einen in die Fresse bekommen. Ja, krass. Der kennt sogar jetzt noch wichtig. Und wenn es gegen ihn geht, ja. okay, go. Ja, ja. Wobei, aber das ist mir tatsächlich jetzt auch nochmal so ein bisschen in den Kopf gekommen. Ich glaube, das kann schon aber auch eine gewisse Taktik sein, diese Art von Spieler zu sein. Dieses ja? bewusst keinerlei Info vermitteln, ob mich das jetzt wirklich tangiert. Du kannst ja auch dem Gegner so ein bisschen das Gefühl geben, so ich habe eben Boardwipe, so ja, genau. leck dir halt hin, mir doch egal. Ich ja. bewundere das ja auch ja. irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Es ist ja nicht nur mich, er bringt mich ja nicht aus der Fassung ja. dadurch. Aber ich pflichte dir bei, was ich schon finde, wenn man jetzt gerade so von so Casual-Runden und so Commander in so einem Freundesumfeld spricht, ich finde, das ist völlig legitim, dass man da auch mal echt einen Move von einem anderen einfach feiert und sagt, ja. hey, ultra krasse Kombo, geil, wie bist du jetzt auf die Idee gekommen und dass das alles so greift. Wobei ich auch sagen muss, da habe ich auch überhaupt, ich persönlich, gar keinen Schmerz, da einem Gegner auch bei einem kompetitiven Match Kudos einfach zu geben und zu sagen, okay, das Ding, krass, klarer Sieg, gibt's nichts zu diskutieren, hammergeil, wie du mich da jetzt gerade abgeräumt hast, da brauchen wir gar nicht lange reden, Glückwunsch, hast du stark gemacht, das gehört irgendwie auch dazu. Ich finde, das ist auch irgendwo ein respektvoller und auch ein freundlicher Zug, wenn man das macht. Das ist natürlich jetzt bei dem Spielertypen schwierig, klar. Aber finde ich zumindest, dass man das mal jetzt auch, wenn man jetzt diesen Spielertypen so beleuchtet, dass man das auch mal nochmal betonen kann, dass das auch irgendwo einfach eine schöne Geste sein kann, zu sagen, hey komm, war echt, war strong, war cool. Könnt ihr auch mal dazu als guter Ton. Ich erinnere mich da an Fabi, der, das war beim Lorenz, als wir mal einen Draft gespielt haben. Stimmt. Und er dann mit einem Leben letzten Zug sein komplettes Board ausgefaced hat, ein Board-Wipe gespielt hat, danach kam alles wieder zurück, ich war komplett ohne Länder, ohne nichts. Und er hat sich alles durchgerechnet. Ja. Er hat sich alles Mana genau durchgerechnet, davor alles. Das war so, sowas von crazy. Das war richtig crazy. Das, das war so richtig gestanden krass. Und gesagt, okay, das war ein Slam Dunk und du hast ihn gefeiert. Es war ein Mindgame, wo man, also da musste man einfach nur sagen, okay, Chapeau. Das war richtig krass. Ja, genau, aber das meinen wir damit. Play of the Year. Das war echt stark, ja. Ich würde mal meinen ersten in den Ring schmeißen. Ich habe ihn, ohne ich jetzt die Zeit nicht gehabt, das auszuformulieren wie ihr, aber das werde ich jetzt auf der Tonspur machen. Ich habe meinen der Schüchterne genannt. Mhm. Und zwar wird euch auch schon... Ganz klar, der Martin. Absolut, safe. Also ich habe mich selbst gleich mal ganz oben hingeschrieben. Was meine ich mit der Schüchterne? Also ich meine tatsächlich einen Spieler, der selbst so verunsichert ist und auch gar nicht den Mut besitzt, vielleicht jetzt jemanden auch irgendwie so richtig zu fragen, ob er das jetzt machen darf, wo du irgendwie immer so ein bisschen was aus der Nase ziehen musst und wo du jetzt selber eigentlich versuchst, in so ein lockeres Game zu gehen, egal ob das jetzt kompetitiv ist, wobei meistens ist es dann eher das kompetitive Umfeld, wo du auf den triffst und wo du vielleicht früher, man kennt sogar vielleicht noch der ein oder andere vor Corona, Handshake oder so gemacht hat. Und dann ist der halt so ultra nervös und halt eher... So eine ganz kalte, nasse Hand. Ja, genau, richtig. Die so ganz schlabberig ist. Genau, so eine kleine, schlachsige Persönlichkeit. Und der sich halt dann schon, warum auch immer, vielleicht... Nebenbei hat er noch so eine Tupperdose mit seinem Wurstbrot. Der dann so eingeschüchtert ist und der halt auch tendenziell vielleicht dann auch eher abseits von so einer Crew steht. Die gibt's halt auch. Das ist ja auch gar nicht, auch wieder gleicher Disclaimer wie ganz am Anfang, das ist gar nicht wertend gemeint. Aber auch die sind mir schon begegnet. Und mit dem musst du ja auch erstmal umgehen können. Aber gibt's ich habe so ein Stereotyp jetzt gerade vor Augen. Wir reden nur über Stereotypen heute, das ist ganz normal. Ja. Und so einen, der halt so einen Rucksack ganz oben hat und halt eben mit dem feuchten Handschlag und dann seine Brotzeitdose im Arm trägt. So einen, den du nicht schubsen darfst, weil er einen Joghurt im Rucksack hat und so. Und das, vor dem habe ich eher Angst, weil ich glaube, der ist mega klug. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, da bin ich voll bei dir. Weil da denke ich mir, wenn total. Ich gegen ihn spiele, so, okay, der ist mega schüchtern, aber ich glaube, ich weiß nicht warum. Das sind aber die introvertierten Spielertypen, die natürlich vielleicht auch, wie du schon sagst, einfach auch so ein bisschen mit dieser introvertierten Art halt einfach auch, klar, irgendwo wahrscheinlich auch Probleme haben natürlich insgesamt im Leben, aber in solchen Spielen natürlich auch wahnsinnig aufgehen können. Ja. Weil sie da halt völlig ihr Hirn entfalten können und so richtig abtauchen können, das ist ja das, was dann anderen fehlt, so die Möglichkeit der Konzentration. Klar, der Schüchterne lässt sich dann vielleicht auch so ein bisschen aus dem Konzept bringen, wenn der andere so ein bisschen so bold ist, da kann dann vielleicht so dieser Semi-Pro-Gamer oder dieser Pseudo-Pro-Gamer natürlich vielleicht ein bisschen mit seiner Art punkten und ihn verunsichern, aber alles in allem strahlt auch, wie du schon sagst, der Schüchterne aber auch so ein gewisses Signal aus, dass man eigentlich, wenn man ein bisschen Hirn hat, sagen sollte, okay, das wird jetzt kein Selbstläufer, da sollte ich schon ein bisschen aufpassen und so ein bisschen die Alarmglocken sollten da schon schrillen, dieses, okay, der wird schon wissen, was er tut. Ich persönlich habe da eine ganz andere Herausforderung mit dem ganz schüchternen Spieler, so wie ihr ihn jetzt beschreibt, denn
es ist oft so, dass wenn man gegen so jemanden spielt dass, und dann offensichtlich der Schüchterne seinen Zug beendet hat, aber er sagt nichts, er gibt den Zug nicht aktiv ab. Ja? Und ich versuche dann halt, ich möchte auch nicht so ungeduldig wirken, obwohl ich ungeduldig bin. Ich möchte gerne freundlich wirken, ja. Obwohl ich nicht von mir, obwohl ich nicht freundlich bin. Ich gebe halt die Chance, den Zug abzugeben. Und dann gibt es halt diesen Moment, wenn sich so die Blicke treffen und er so nicht weiß, was jetzt so los ist. So. Ja. Und du denkst dir so, was jetzt? Also, ja, Leute, und das ist so diese eine Millisekunde. So. Sollte so, es jetzt. Ja, du bist dran. Ja, okay. Sollte es jetzt da draußen irgendjemanden geben, der an dieser Stelle das nicht wunderbar vor seinem geistigen Auge sich vorstellen konnte, dann muss er es bitte schreiben, weil das war jetzt wunderbar, wirklich gezeichnet. Und von vor allem die Emotion war jetzt so echt. Ja. Dieses, man hat, was jetzt? Ja, man hat Max seinen Schmerz gerade nochmal so richtig gefühlt. Man möchte ja auch nicht so ungeduldig sein, aber man ist es halt einfach. Oder ich bin es halt einfach. Aber ich möchte ja trotzdem auch freundlich dann wirken. Und ja, dann gebe ich halt ihm die Zeit, die er braucht. Vielleicht überlegt er noch, ob er nochmal eine Haze Creature in der Second Main casten möchte oder sowas. Weiß ich nicht. Das bringt die Situation natürlich bei so einem Typen natürlich automatisch mit, dass du halt versuchst, naja, dieses, was du eigentlich gewohnt bist, dass das halt so ein bisschen versandet im Sinne von, okay, du hast so einen Flow normalerweise drin und der Flow, der existiert dann nicht so. Genau. Und du brauchst aber vielleicht für dich so ein bisschen den Flow, weil das ja für dich irgendwie immer so ein Anfüttern und wieder weitermachen und so ein Hin und Her ist. Und wenn dir dieses Ping-Pong fehlt und irgendwie nur Ping ist. Nur Ping, ja, Ping. Dann ist es halt irgendwie, verständlicherweise schon ein bisschen schwierig. Wenn ihr schüchtern seid und gerne Magic spielt, dann macht es trotzdem. Nur, ja, um Gottes Willen. Das ist jetzt nicht irgendwie... Nein. Das wollen wir damit gar nicht... Ich wollte gerade sagen, ich finde, man gönnt aber den Sieg eher. Voll. Total. Also es ist dann schon, wenn man gegen so jemanden verliert, erstens gehe ich davon aus, dass ich einfach viel dümmer war und zweitens ist es auch wirklich so, ist es halt, das ist ja das Schöne an Magic, das findet ja Platz für jeden Spielertypen. Ja. Und ich habe lieber verliere ich gegen so jemanden als sagen. Jemanden, der da sich hinstellt und sagt, was denn für eine geile Socke ist und eben seine Haze Creature. Viel geiler ist es auch noch, wenn der Schüchter dann noch so ein Serra-Engel-Shivan-Dragon-Deck spielt oder so. Ja. Dann das ist damit ja, umhaut. Das ist ja das nächste Faszinierende an diesen Spielern. Die kriegen es im Vergleich zu vielen anderen Spielertypen hin, dass sie sich auch mit Sachen total auseinandersetzen und reinfuchsen, wo irgendwie gefühlt, ich nenne es jetzt mal so, der Otto Normale gar nicht zurechtkommt. Also wirklich. Und die das einfach in einer Souveränität runterspielen, weil sie das halt einfach schon so intus haben, weil sie halt so ein Typ sind. Und das finde ich beeindruckend. Und dann bin ich voll bei dir. Lieber lasse ich so einen gewinnen und freue mich für den, weil es ja für ihn wahrscheinlich auch dann so ein bisschen das ist, was er vielleicht auf der anderen Seite so ein bisschen vermisst. Und dann bin ich da total bei dir. Also da habe ich klares Denken, da freue ich mich für so einen Underdog. Oder ich weiß nicht, Underdog will ich ihn gar nicht nennen, weil er ist ja nicht zwingend der Underdog, aber halt so aus, muss der, ja gar nicht sein. Aus der sozialen Sicht. Ja. Ich fand gerade Wording von dir, Martin, super interessant. Du lässt lieber gewinnen. Martin verliert nicht, er lässt gewinnen. Genau. Okay, dann habe ich das jetzt völlig unbedacht so gesagt, weil so war es nicht gemeint. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß es. Ein Martin-Mähler verliert nicht, er lässt gewinnen. Ja, aus der Nummer komme ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht raus. Okay. Das passt irgendwie. Den Stempel kann ich jetzt... Ja. Okay, ich mache ein T-Shirt. Ja. Ich verliere nicht, ich lasse dich gewinnen. Das wäre ja auch, was meinst du, wie geil dieses T-Shirt kommt? Was sagt das über dich als Spielertyp? Ich wollte gerade sagen, den Spielertyp, den müssen wir zum Schluss nochmal separat definieren, den machen wir dann on the fly. Wir gehen zurück in der Rotation wieder zu Max. Jetzt hat er vorhin schon den falschen oder den Pseudo-Pro-Gamer gehabt, ich kann es auch vorlesen. Und dann haben wir, oder du machst es selber, ich meine, das ist ja dein Spielertyp. Geh mal auf den echten ein. Ich habe jetzt hier Schwierigkeiten, weil mein WhatsApp irgendwie... Der zweite von oben ist es. Ja, aber das Problem ist, dass ich... Max ist so technisch eher eine... Pseudo-Pro-Gamer. Ja, guck, ich kann das im Pseudo-Pro-Gamer nehmen. Also, ich lese vor. Der echte Pro-Gamer. Und zwar, gib dir das Gefühl, bloß keinen Spaß haben zu dürfen, das ist das gleiche wie oben, und mach dich wirklich rund. Effektivität und Effizienz stehen hier an erster Stelle. Das Good Game am Ende fühlt sich an wie aufgenommen und abgespielt. Der nächste, bitte. Ja. Also da ist halt dann irgendwie das Wort Arroganz halt von A bis Z. Aber kann man dann von berechtigter Arroganz sprechen? Arroganz ist eigentlich nie berechtigt, also, oder? Arroganz ist grundsätzlich, glaube ich, auch nie berechtigt. Aber ich will es vielleicht gar nicht so als Arroganz, sondern es ist halt einfach Business. So. Ja, ist so Business as usual. Ja. So. Und du warst halt nur eine weitere Treppenstufe. So. Ja. Aber das gibt es trotzdem auf zwei Ebenen. Das kannst du auf eine respektvolle und auf eine arrogante Art machen. Ja. Und es gibt für mich schon, glaube ich, die zwei Subtypen in dem echten Pro-Gamer, und die habe ich auch schon kennengelernt. Es gibt den, der das zwar einfach dir klar signalisiert, hey,
Das Ding ist für mich pro only und da kenne ich keine Freunde, aber ich bin respektvoll und gebe dir noch ein good game. Und aber für mich geht es halt dann weiter, sei mir nicht böse, da geht es für mich nicht um irgendwie groß Gefühle und um groß irgendwie, dass man danach noch großartig drüber schnackt und sich da jetzt in so einem locker Smalltalk verliert. Das ist ja okay, die Typen darf es ja geben. Aber dann gibt es halt die anderen, die das halt so richtig, richtig wirken lassen, dieses, ah, dich habe ich jetzt abgefertigt, jetzt kommt der Nächste. Ja, den mache ich mindestens genauso platt wie dich, weil du bist auch nur so ein Knallfrosch, so ein Noob. Das ist für mich ein Unterschied. Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich auch so eine, das habe ich glaube ich schon mal hier im Podcast erzählt, diese eine Begegnung in meinem ersten PPTQ, den ich gespielt habe und dann auf einmal, ich spiele vor mich hin meinen Zug und auf einmal hebt er nur die Hand und ruft Judge und ich habe keinen Schimmer, was jetzt abgeht. Und er hat einfach nur gesagt, hey, das kannst du so nicht machen, ich habe den Trigger verpasst. Er redet doch halt mit mir. Und dann hätte ich das auch nie, hätte ich es auch sofort zurückgenommen und gesagt, sorry, ja. Ja, und dann, ich weiß nicht, was er Judge gesagt, ich habe dann glaube ich ein Warning bekommen. Ja. Aber er hat halt nicht kein Wort zu mir gesagt und hat dann auch mit mir, ich hab ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gewusst, dass man Judge rufen kann. So, also, und dann hätte er mir zumindest sagen können, was ich falsch gemacht habe. Nein, er hat es nur dem Judge erklärt, der Judge hat dann mit mir gesprochen. Das ist dann nur Magic und nicht The Gathering quasi. Ja. Das ist einfach nur rein so technisch gesehen das Ganze. Und danach war ich auch nie wieder auf dem PPTQ. Ja. Super, hat er gut gemacht. Wobei, es könnte aber auch an Wotzi liegen, aber na egal. Also das ist der echte Pro-Gamer. Die finde ich persönlich so aus meiner eigenen Erfahrung heraus, aber das ist nur meine persönliche Meinung, die finde ich insgesamt sehr schwer. Das ist so eine Spielerart, die mag ich eher weniger, weil ich bin einfach immer schon, egal in welchem Sport, immer ein Fan von Respekt und ich kann verlieren. Ich meine, ich lasse zwar gewinnen, aber ich kann verlieren. nein, aber ganz ehrlich, also ich habe überhaupt gar kein Problem damit und ich weiß auch, dass ich in gewissen Formaten deutlich schlechter bin als andere und weniger Erfahrung habe. Das ist auch völlig in Ordnung für mich. Ich freue mich zwar natürlich, wenn ich auch mal irgendwo was reiße, aber das gehört dazu. Und wenn ich dann mit dem Gegenüber ein Match habe, was spannend ist, wo ich vielleicht trotzdem keine Chance habe, aber es irgendwie spannend bleibt und er mir einfach auch in einer gewissen Form zu verstehen gibt, okay, ich weiß, ich habe das Spiel zwar unter Kontrolle, aber ich nehme dich als Gegner respektvoll wahr. Als Mensch war so, ja. Als Mensch war, dann habe ich da einfach den größten Spaß dran. Ja, dann zum Beispiel, wer da richtig gut drin war, ich weiß gar nicht, den Namen, der Markus Seiler. Oh ja, safe. Der ist auch richtig auf dem Pro-Level unterwegs gewesen, aber super respektvoll und super angenehm. Ein cooles Beispiel gerade. Da muss ich dir gerade. Also, Markus, wenn du das hören solltest, du musst es eintrinken. Also, wenn jemand Markus noch trifft, sieht, hört und er uns nicht zuhören sollte, darf es gerne weiterreichen. Grüße an Markus an der Stelle. Bin ich voll bei dir. Ist ein wunderschönes Beispiel. Ja. Der trifft den Nagel gerade explizit auf den Kopf, dieses Beispiel. Also, wenn wir so diese amerikanische Pro-Szene heranziehen, dann fällt mir da noch so Reed Duke ein. Der ist so in der Schiene, weil einfach fühlt super sich so an, was man so was man so wahrnimmt, so ein Sportsmann-Charakter einfach. Ich glaube, es hängt auch sehr viel davon ab, in welchem Rules Enforcement Level man unterwegs ist. Wenn man einfach ein Pro-Deal spielt und da einen auf Pro-Gamer macht, auch egal wie nett man ist, dann ist es vielleicht etwas überzogen, aber jetzt, keine Ahnung, auf einer Card Market Series oder sowas, wenn man da finde ich, oder man sich grundsätzlich auf einen Abend einigt, wo man sagt, hey, wir spielen jetzt hier wirklich Enforcement-Level, keine Taxi-Backsies, kommt auch noch, die hier auftauchen, dann ist das, finde ich, auch vollkommen okay und angenehm. Dann finde ich das auch mal angenehm, wirklich mal mit ernsthaften Regeln zu spielen und keine Diskussion zu haben. Ich möchte noch ein Beispiel an der Stelle anführen, was ich selber so einfach wahrgenommen habe, und zwar war das auf den Flesh and Blood Nationals, und zwar Christian Haug. Also da muss ich tatsächlich sagen, ich meine, ich habe jetzt Christian ganz fairerweise jetzt nicht unendlich viel kennengelernt, habe zwar mit ihm einigermaßen... Er scheint auch einer von der guten Sorte zu sein. Ja, tatsächlich, also und das deswegen einfach da das Statement, was ich so wahrgenommen habe, und ich habe ein paar Matches so von der Seite beobachtet, weil es natürlich da dann immer weiter im Verlauf fortgeschritten war, das Turnier, und ich habe permanent bei ihm das Gefühl gehabt, voll auf Pro-Gamer gepolt, weil er einfach Bock hat, kompetitiv erfolgreich zu sein, aber immer respektvoll, immer fair, auch nicht zu verbissen, und das muss ich sagen, das ist so mein Eindruck von ihm gewesen. Ich kann natürlich jetzt an der Stelle, weiß Gott, nicht über seine ganzen anderen Auftritte und anderen Turniere sprechen. Das kann ich nicht tun. Ich kann nur das wiedergeben, was ich bei den Nationals wahrgenommen habe, und deswegen kann ich den zumindest in diesem Kontext heranführen. Wenn man sich das mal, also alle, die wir so im Podcast hatten, den Yami, Toffel, Arne, so, die waren alle super coole Typen. Gebe ich dir recht. Wobei, da haben wir fairerweise jetzt, stopp. Toffel hat man natürlich damals auf den Championship gesehen. Ja. Da hat man auch direkt gleich durch die Kamera gemerkt, was für ein bodenständiger Typ es ist. Das heißt, das hat er uns ja im Podcast der damals einfach auch nochmal einfach bestätigt. Merken lassen. Also der hat es einfach bestätigt, genau. Arne, und was man so durch die Videos gesehen hat, gebe ich absolut recht, und auch Yamin, dass ich das Gefühl habe, dass das einfach stimmt. Deswegen, ja,
bin ich bei dir. Aber da habe ich es halt jetzt nicht irgendwie so erleben können, wie beispielsweise bei Christian, dass ich live am Tisch daneben stand und gemerkt habe, wie er so kommentieren die eigentlich wieder? Ja, die kommentieren auch wieder da. Bei dem Event, was wieder geplant wird. Nice. Was du jetzt gerade so. Die sind live vor Ort. Geil. Ja, die sind quasi in Persona da. Aber das kann ich jetzt noch nicht weiter ausführen. Lass uns mal ein bisschen fortschreiten. Wir haben nämlich noch ein paar und wir müssen mal gucken. Vielleicht gibt es natürlich jetzt ein paar Redundanzen, das werden wir gleich rausfinden. Lasst uns mal rüberwechseln zum zweiten vom Lorenz. Und zwar der Verhinderer. Spaß ist ein Nullsummenspiel. Es gibt nur eine begrenzte Menge an Spaß, die an einem Tisch zu verteilen ist. Schöne, schöne Theorie. Jeder, je weniger davon ich die anderen Spieler haben lasse, desto mehr bleibt für mich. Darum spielt er Stacks, Mass Land Destruction, endlose Landfall Trigger Turns, aber keine Wincons. Das Leiden der Mitspieler ist seine Genugtuung. Typischer Satz: Nein! Ausrufezeichen. Das bin ich. Ich wollte gerade sagen, bin ich, ich höre da sehr oft Daniel raus. Das stimmt. Das ist sehr stark, Daniel. Daniel Commander. Das ist tatsächlich auch immer so mein Spruch. Es ist nicht mein Job, dass ihr Spaß habt. Ja, so. Ja, tatsächlich. Ja, sorry, das finde ich. Jetzt, da könnt ihr euch darüber auslassen jetzt. Ich glaube, da hat Lorenz vielleicht auch einfach schon ein Stück nicht drin versteckt. Aber das hat dir, wenn ich dich nochmal an dieses eine Commander-Match erinnern kann, wo ich drei Länder hatte und du mir eins kaputt gemacht hast. Du hast schon Genugtuung auch ein bisschen gehabt, oder? Ja, das hat man dir auch angesehen. Ja, ich fand es dann schon so, okay. Fandst du schon gut. Ja. Oder auch Lorenz hat auch diesen Text wahrscheinlich geschrieben, als ich, er war auch screwed, hat seinen Sakura Tribe Elder gesackt und ich habe einen Opposition Agent gecastet. Solche Sachen kommt man in die Hölle, ohne Scheiß. Ja, das ist schon. Das steht schon im Kerbenbrett ganz vorne. Ja. Ja, ja, also tatsächlich habe ich da echt irgendwie. Es tut mir echt mega leid. Nein, das tut dir überhaupt nicht leid. Warum sagst du das immer? Tut mir leid, dass ich so viel Spaß dran habe, Mann. Aber, ich gebe zu, ich habe Spaß dran. Wie nennt man die Leute dann, die daran Lust empfinden, wenn andere Leute leiden? Sadisten. Ja, das stimmt ganz. Also dunkle Triade, wer aufgepasst hast im Podcast zu meiner Masterarbeit, dunkle Triade, scheinbar bin ich ein Sadist. Maybe. Ich muss zumindest meinerseits sagen, ich finde es nicht so cool, weil ich sag's so, wie ich es meine. Ich persönlich, gerade wenn es um Commander geht, und mittlerweile kriegt man ja schon so mit, dass ich immer mehr von Commander abrücke. Wahrscheinlich, weil ich manchmal auf solche Typen am Tisch treffe, die sowas machen. Ich bin halt der Meinung, wenn man da schon irgendwie sich die Zeit zu viert nimmt, das ist wie bei so einem Brettspiel. Das ist wie wenn du meinst, du musst irgendwie zu viert Monopoly spielen und der eine übertreibt halt völlig. Also so richtig völlig, wo du denkst so, come on, wir hocken hier zusammen, wir haben ein Bierchen, wir quatschen zwischendrin ein bisschen und haben einen lustigen Smalltalk. Oder genau, der Mensch ärgert dich nicht. Und da kannst du mal einfach lachen drüber und der eine zieht halt voll durch, wo du denkst. Aber ich kann es erklären, woher das kommt. Ich kann es erklären. Und zwar liegt es einfach daran, dass ich... Es gibt so eine Geschichte aus der Kindheit oder so. Ein Traumata. Ja. Nein, ich war früher jemand, ich liebe Tribal Decks, von jedem abgefahrenen Kram. Ich habe schon... Schimmel Tribal. Ein Schimmel Tribal, Zentauren, ich habe alle möglichen Tribal, Auerochsen, habe ich auch schon mal ein Deck gebaut. So, ich habe diverse Tribal gebaut. Bären, alles. Und hat das nie Erfolg. Ja, und ich habe nur auf die Fresse bekommen. und dann habe ich gesagt, hey, aber für die anderen ist es okay, dass die eine Iona spielen oder halt eine Kalia, wo sie irgendwelche 12 Millionen Dämons droppen und so ein Kram. Und ja, dann sage ich, okay, dann ja, halt jetzt, nicht. Dann sage ich halt, Ende Gelände. Nein. Ja. Dann hole ich mir halt einen Force, damit ich das halt nicht mehr brauche. Dann hole ich mir halt einen Opposition Agent, damit er seine Drasi eben nicht mehr rauskriegt. Aber müsstest du es dann nicht eigentlich in dem Kontext auch den zurückzahlen, die dich haben leiden lassen? Also ein Edgar Markov, den du spielst, der ist ja auch, lässt ja auch leiden. Der droppt instant scheiße die ganze Zeit irgendwelche Vampire. Wenn man es nicht vergisst, vorausgesagt. Genau, und wenn man dann trotzdem nicht gewinnt, ist er trotzdem nicht schlimm. Ja, also von den Decks her ist es ja so, okay, weil Max war es ein bisschen unbegründet. Seine Kessin ist jetzt noch nicht so die Bedrohung gerade. Nee. Deswegen, ja, okay, das ist bei Max war es vielleicht ein bisschen einprügeln auf den Toten. Extra mein Versuch gewesen, ein casualiges Casual-Deck zu bauen. Aber ja, da kam mal Dani. Aber ich habe jetzt einen Werwolf-Commander zum Beispiel, relativ entspannt, Engel-Commander. Also ich habe schon auch entspannte, die jetzt nicht so viele Land Destruction drin haben. Müssen wir mal nicht wieder, so viele. Müssen wir mal wieder das Power-Level oder auch so ein bisschen das Niveau der Decks müssen wir da, glaube ich, nochmal austarieren. Ja, das wahrscheinlich ist es das. Da kann man vielleicht auch mal weg von dem Spielertyp des Verhinderers. Ich bin es ist halt so ein typischer Control-Spieler. Und ich liebe Control halt. Ja, Moment, Veto. Also da finde ich schon einen riesen Unterschied zwischen diesem Verhinderer und einem Control-Spieler. Ja, ein Control-Spieler. Der Control-Spieler, der verhindert nur die Dinge, die wirklich wichtig sind zu verhindern. Ja. Und du verhinderst einfach, weil du verhindern willst. Safe, das ist ein Riesenunterschied. Das ist schon ein großer Unterschied. Riesenunterschied. Da lasse ich jetzt nicht diskutieren. Das finde ich. Oder siehst du auch so die Differenzierung wie ich?
Martin? Ja, safe. Also okay. Da gibt es keine Witze. Also ich null finde Diskussion. Schon, nein, also ich habe jetzt, klar, der Finnere, so wie dargestellt, ist ja super extrem. Also ich hoffe, so ganz ja, das extrem. Mit dem Sakura Tribelder vom Lorenz ist auch schon eine der extremeren Varianten. Also, okay. Okay, Moment, ich, also, aber wir wollen niemanden an den Pranger zur stellen. Güte, damit also das war jetzt nicht die Intention der Folge. Damit wir es jetzt nicht sprengen, ich würde vielleicht an der Stelle zumindest kurz einen Cut machen, warum. Ich glaube, wovon wir jetzt schon auch hier sprechen können, das eine zielt ja sehr stark auf Commander ab. Das andere zielt ja auch sehr stark aufs Kompetitive ab. Also gerade dieser Control-Spieler, der irgendwie Modern spielt oder Legacy spielt, der hat ja ein ganz anderes Spielziel oder beziehungsweise eine andere Mission. Und beim Commander, wo du versuchst, halt den anderen einfach nur völlig vor die Tür zu kacken. Das ist, also anders kann man es ja nicht sagen. Das ist halt nochmal ein anderer. Also ist es. Ja, ist es ist einfach so. Da kann man ganz ungeniert drüber sprechen. Das ist halt ein anderer Kontext, als wenn ich in einem Modern-Match oder im Legacy... Aber vielleicht, strange Formulierung, aber das trifft ja. Aber, genau, aber vielleicht finde ich ja unter den Kommentaren so ein paar Mitstreiter, ja, damit ich nicht so viel Hass kriege hier. Also jetzt mal schauen, wie viele von euch da draußen kacken auch ganz gern vor andere Türen. Also das wüssten wir ganz gerne. Magic-Content. Also alles andere bitte für euch behalten. Aber Magic-Content dürft ihr es gerne droppen. Daniel, dein nächster Typ ist der Immer-Ich-Typ. Und du hast drunter geschrieben, erklärt sich selber. Ja, das ist im Prinzip der Jammerer. Das bin ich. Ja. So, warum immer ich? Warum greifst du immer mich an? Und so, immer bin ich screwed. Und so, das ist eigentlich der Jammerer im Prinzip. Kann man das eigentlich relativ kurz... Bin ich auch ein bisschen, glaube ich. Also habe ich bestimmt eine Portion in mir drin. Also zumindest, wenn wir zwei spielen und du mich einmal angreifst, dann ja. Ja, also... Aber sonst? Also was ich immer, wo ich also unendlich flame und heule und jammer, es ist einfach die Mana-Situation. Da kann ich nicht anders, das geht nicht. Ja, das ist halt dass auch, ich mal die Karten nicht ziehe, das, da kann ich drüber stehen. Das ist okay. Ich sag mal so, in einem gewissen Rahmen, ich meine jetzt zum Beispiel bei dir, das hält sich, sag ich mal, schon dahingehend im Rahmen, ich greife dich ja trotzdem an. Ja, ja. Aber es gab ja zum Beispiel, also ich habe auch schon gegen Personen gespielt, die waren da wirklich so in diesem Modus, so am Jammern und so am Rumnölen, dass ich sie dadurch auch nicht mehr angegriffen habe, weil ich einfach keinen Bock auf die Kommentare hatte. Und das ist dann, finde ich, dann schon wieder Schwachsinn. Das ist Hemmnis, das ist schlecht. Also, aber ich meine, dass man jammert und bei dir weiß ich ja auch ungefähr grob, wie ernst es manchmal ist. Manchmal weiß ich es nicht, aber man merkt ja auch an meinem Typ, der Verhinderer, dass ich vielleicht nicht so die Antennen dafür habe, wann es zu viel ist und wann nicht. Aber es ist, wenn es in einem gewissen Rahmen ist, ist es ja okay. Pflichte ich dir bei, also ich habe ehrlich gesagt diese Immer-Ich-Form jetzt zum Glück noch nicht in so einem ausgeprägten Maß erlebt. Also ich persönlich zum Glück noch nicht, dass ich jetzt einem gegenüber gesessen bin, wo ich gedacht habe, jetzt hör halt auf zu heulen. Also ja, ich heule selber auch mal, aber anscheinend nicht in den völlig übertriebenen Maße. Ja. Bin ich ganz froh, dass es nicht so ist. Ja, genau. Es ist nicht so, dass ich dann keinen Bock mehr hätte. Aber wenn das halt irgendwie immer da ist, dann wird es mich jetzt, glaube ich, auch nerven. Ja, voll. Da bin ich es kommt dir. Die Intensität drauf an. Ich meine, bei dir ist es noch Gaudi. Ja, ja, genau. Wenn halt wirklich einer die Überzeugung ist, also wo ich es dann überhaupt nicht verstehe, ist, wenn es das eine ist Gaudi und der andere halt wirklich die Überzeugung ist, dass es immer ihn trifft. Ja. Ja, sorry, wenn du halt eine Avas und eine Ione und liegen hast, natürlich greife ich an. Also es gehört ein Stück, also ich glaube, wir können es zusammenfassen, ich glaube, da gehört einfach ein Stück Portion Selbstreflexion dazu, wie du schon sagst. Ja. Wie kannst du denn heulen, wenn du einfach offensichtlich das stärkste Deck am Tisch hast oder halt wirklich gerade Ultra Power am Deck hast oder so oder am Tisch hast oder so? Das ist das eine. Und das zweite ist für mich halt, dass man so ein bisschen den Ton auch irgendwie berücksichtigen muss. Weil wie du schon sagst, man kann suggerieren, hey, ich heul zwar gerade, aber alles easy. Es ist einfach der Just-for-Fun-Jammerer oder ich bin wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass hier gerade alles unfair ist. Und das ist halt dann blöd. Das aber ich habe das schon auch, das ja man, wenn ich so drüber nachdenke gerade, weil ich sage, ich bin immer der Typ, falls den Spruch sage ich auch, ich mache doch gar nichts. Ja, das ist, wieso ich? Ich mache doch gar nichts. Und dann, das liegt halt dann da wegen dem Verhinderer, ich gehe halt allen auf den Sack und dann wollen alle mich hauen, obwohl mein Board gar nicht so stark ist. Und dann tust du ganz anders. Und dann bin ich frustriert, wie du vorhin gesagt hast, weil ich mir denke, ich mache doch eigentlich gar nichts. Ich verhindere nur das Spielen, aber ich tue ja niemandem weh. So, das ist so mein Verhindern nur das Spielen. Ja. Okay, damit haben wir mal den Immer-Ich-Typen abgehakt. Ich habe bei mir als Nächsten der Hochnäsige. Und der Hochnäsige ist für mich so der, also tatsächlich, das ist jetzt schon so ein bisschen redundant, das ist halt für mich derjenige, der dich in jeder Situation am Tisch spüren lässt, dass er ja der Meinung ist, er ist der Magic-Spieler vor dem Herrn. Also es kann entweder der Pseudo-Programmer sein oder der richtige Programmer. Genau, das ist irgendwo so eine Mischform davon, irgendwo die Mischform. Aber der ist halt, und das dann aber wirklich mit einer völlig überzogenen Form von Arroganz tut, Unhöflichkeit und das permanent auslebt. Also der wirklich eine komplette
Art an den Tag legt, wo du sagst, okay, lass es einfach bleiben. Das braucht kein Mensch auf dieser Welt. Du kannst besser sein wie ich, fein. Du kannst das Spiel intensiver und besser spielen als ich, auch okay. Ich kann vielleicht das Spiel nicht perfekt und nicht alles auch sehen, so wie du, auch in Ordnung. Aber das gibt dir noch lange nicht das Recht, die ganze Zeit mich so zu behandeln wie so ein Stück Dreck. Aber es fühlt sich doppelt so gut an, wenn man gegen denjenigen voll gewinnt. Die Siege machen, doppelt so kacke, wenn also man gegen ihn es verliert. Es gibt kaum süßere Siege als diese. Wirklich nicht. Oder wenn die halt dann schon, genau, und das gehört mir auch dazu mit der Hochnäsige, die man dann auch irgendwie vielleicht mal zwischendrin bei irgendwelchen Events mal in so einer Gruppe stehen hat, die dann halt dann schon in diesem Talk halt auch schon, den man da so betreibt, der eigentlich eher cool sein soll, locker sein soll unter Leuten, der dann schon in die Richtung schon wieder abdriftet. Und da hatten wir tatsächlich auch mal den einen oder anderen, vielleicht erinnerst du dich vielleicht so an einen Kandidaten, den ich eventuell meinen könnte, bei dem Freisinger Legacy Event und da... Ja, da ging es halt einfach um das Thema, dass jemand vielleicht, weil es erlaubt war, halt mit Proxys spielt. Und dann musste die Person sich einfach völlig darüber auslassen, wie das denn sein kann, dass jemand mit Proxys spielt und hat sich dann auch entsprechend am Tisch verhalten. Und dann, also ich habe leider nur sauknapp gegen ihn verloren. Es war wirklich knapp dran, wo ich mir dachte, okay, dafür hast du dich jetzt aber schon ganz schön übernommen gefühlt. Also es war echt richtig close. Ich hatte in meiner Starthand gegen den 2 Mox Diamond auf der Hand, das weiß ich noch ganz genau. Einer davon war echt und einer war eine richtig schlechte, das war eine richtige Max-Proxy, also so ein weißer Zettel, wo nur Mox Diamond draufsteht. Ja. Und dann könnt ihr jetzt euch zweimal nachdenken, welchen ich dann zuerst auf den Tisch gelegt habe. Ja gut, aber da macht das Mindgame dann Spaß, das so richtig rauszukitzeln und da dann die Schwäche dieses Spielers aufzudecken. Geil, wäre es voll im Match noch echte Karten auszutauschen und Proxys reinzutun. Oh, das finde ich geil. Das ist dann mit der Schwäche des Gegners eigentlich spielen. Das ist eigentlich schon clever. Das ist dann schon, genau. Aber das ist für mich so dieser Kategorie Hochnäsige, der einfach dann nicht mehr den Punkt merkt, wo er einfach sich völlig daneben benimmt und dem Gegenüber einfach unnötig und zwar völlig despektierlich behandelt und das braucht er. Gerade auch im Legacy-Umfeld, was ja einfach so ein riesiges, diverses auch Format Modern ist mit so viel Varianz, auch Modern, natürlich, klar. Das und für mich geht es dann auch, wenn ich Legacy spiele, nicht darum, um so Pay-to-Win um Charakter, dass ich jetzt, hey, guck mal, ich habe mir für 3.000 Euro hier mein Tabernacle at Pendril Vale gekauft. Das ist mir eigentlich nicht, das ist mir nicht wichtig. Klar, hätte ich schon gerne in echt, so habe ich aber nicht. Und ich zocke das halt viel lieber, weil ich die Varianz gut finde. Und dann, wenn mir dann jemand so dieses Gefühl gibt, so, ja, guck mal, du solltest überhaupt nicht sein, weil du überhaupt nicht das Geld hast, dir die Karten zu kaufen, dann denke ich mir auch schon so, komm, ja, lass Digga, es echt. Hier gibt es Regeln, die gelten für uns alle, für dich wie für mich. Wenn dich das stört, hat dich keiner gezwungen, zu diesem Event zu kommen, wenn du unbedingt in einem Event spielen willst. Und es war ja auch vorher klar, dass die Proxys erlaubt sind. Wenn du es nicht magst, dann bleib halt zu Hause. Korrekt, dann geht es zu einem anderen Event, ganz einfach. Und das muss man dann nicht irgendwie den Leuten so ein bisschen aufs Brot schmieren, aber die gibt es auch. Das war bei mir jetzt so Kategorie der Hochnäsige. Also das geht so sehr stark in dieses Kompetitive rein, wo man halt dann sich dann eben, das hat so, wie gesagt, schon, was du sagst, so dieses der nächste bitte Touch, das gehört da für mich so ein bisschen mit rein, deswegen haben wir da eine gewisse Redundanz. Max, sein nächster ist der Regelnazi in der Casual-Runde. Mit so einer Aussage wie, also bei uns gibt's ja keine Taxi-Backsies. Tja, den Trigger hättest du ansagen müssen. Nee, das war ein May-Effekt. Ja, ich glaube, den kennen wir alle. Ja. Wo man sich so denkt, seriously, lass doch die Kirche im Dorf. Muss das gerade in der Runde? Weil die Frage ist, wo ist da die Grenze? Naja, aber der Kontext ist wieder entscheidend jetzt. Ja, wenn es eine Casual-Runde, Da bin ich bei Max. Also ich meine, es kommt drauf an. Also wenn jemand einen fünften Zug, den fünften Taxi macht, dann nervt es mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Den das Veto lasse ich zu. Oder wenn jetzt zum Beispiel er verpasst zweimal seinen Smothering Tithe-Trigger und beim vierten Mal sage ich es ihm dann auch nicht. Beziehungsweise, noch eine kleine Nachkorrektur an diese Aussage, dass ich dir beipflichte. Unter einer gewissen Bedingung, dass es sich zum Beispiel bei der Person, die den Fehler vielleicht zum dritten, vierten Mal macht, nicht um jemanden handelt, der gerade irgendwie doch noch recht frisch ins Game kommt. Weil wenn jemand gerade noch frisch reinkommt und vielleicht den Fehler nochmal macht, dann kann es ja sein, dass er sagt, oh, ist mir noch nicht gelungen, das mir zu merken oder ich bin vielleicht noch ein bisschen zu nervös, dann kann ich darüber locker hinwegsehen. Aber dann sagst du doch nicht fünfmal hintereinander. Dann sagst du halt irgendwann... Kann auch mal passieren. Also Magic ist jetzt auch nicht ganz unkomplex. Und wenn du es vielleicht jetzt mal in der... Wahrscheinlich will nie wieder jemand mit mir Magic spielen jetzt nach dem Podcast. Nein, worauf ich hinaus will, es kann ja auch sein, dass da vielleicht auch wieder, lass uns so beispielsweise so Kategorien in Schüchternen sein, da kommt so eine Runde dazu, wo vielleicht drei Leute wie wir, die sich halt schon lange kennen, am Tisch sitzen und das halt einfach runterspielen, weil sie halt wissen, ich kann mal blödeln und der andere kann diesen Spruch schon einordnen
und er ist sich vielleicht noch nicht so ganz sicher, wie er das jetzt lesen muss, und dann macht er aus Versehen das dritte Mal den Fehler und dann hat er schon so ein bisschen Sorge, dass er dafür jetzt gescholten wird. Das meine ich damit. Okay. Dann ist es ein bisschen anders. Aber ich bin schon bei dir, wenn es jetzt jemand ist, der sich aber selber irgendwie immer gefühlt für den Oberchecker hält und der denkt, der hat irgendwie das Hammerdeck und so und macht dann irgendwie zum fünften Mal das Gleiche mit, ah, ich würde das gerne mit einem Taxi-Bexi machen, dann das braucht es nicht. Taxi-Bexi, diese Formulierung an sich, da kriege ich schon Gänsehaut, da rollen sich mir die Fußnägel hoch, ey. Ja, die Taxi-Bexis, die sind schon ein bisschen spezieller. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, haben wir die so oft, die Taxi-Bexis, die Kandidaten? Nicht oft. Also nee, kann ich nicht, echt nicht sagen. Also im kompetitiven Umfeld ist es natürlich schon irgendwie wichtig, darauf zu achten, dass es das nicht gibt. Ne? Wobei ich auch da manchmal, glaube ich, nicht so eng sehe, wenn es halt so sporadisch mal ist irgendwie. Wenn es offensichtlich keinen Sinn ergibt, so, dann denke ich mir noch so, ja komm, nimm das zurück. So, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, stimmt schon. Also es ist davon abhängig. Ich würde es auf jeden Fall trotz allem, also ich lasse auch Taxi-Bexis zu, aber ich meine, ich würde sie ihm empfehlen, die so auszuspielen, weil sonst lernt man es nicht. Ja, das ist ein guter Punkt. Ey. Also ich würde so deal with it. Ne? Jetzt hast du es verkackt, das machst du kein zweites Mal. Ja. Genau. Nee, da bin ich bei dir. Wenn ihr es verkackt habt. Also das ist zumindest mal aus der Brille betrachtet absolut valide, weil es gibt halt dann unter Umständen, falls mal jemand damit irgendwo vielleicht zu einem Event fahren will, wo es halt einfach um was geht oder wo halt Regeln herrschen, da darf man dann fairerweise als jemand, der solche Taxi-Bexi-Sachen halt immer und immer wieder macht, da darf man sich dann aber auch nicht beschweren, falls der Gegenüber dann einfach irgendwann genervt einfach die Hand hebt und Judge ruft. Ja. Also wenn es denn so ist. Ja. Klar, da kann man auch mal sagen, hey, pass auf, sorry, aber Taxi-Bexi geht nicht. Und wenn das dann zum zweiten Mal macht und dann irgendwie immer noch resistent ist, ja, dann hat man irgendwo auch als Gegenspieler, finde ich, mehr als das Recht zu sagen, okay, sorry, aber jetzt brauche ich den Judge, damit du es verstehst. So macht man das nicht. Man guckt den Gegner dann böse an, schreit Judge und redet nicht mit dem. Ja, absolut. Genau. Da hast du aber recht. Ich sehe es schon so kommen. Ich meine, mittlerweile werden ja Memes gebaut aus unserem Podcast. Gell? Das ist ja schon verrückt. Echt? Ja. Das haben wir sogar auf Twitter geteilt. Wegen den Rogue. Stimmt. Ja, okay, doch, jetzt wollte ich gerade sagen. Das war eins von einer von zwei Memes. Stimmt, der Rogue. So, da muss ich echt aufpassen, was ich hier im Podcast erzähle, weil mittlerweile bin ich Meme-Material geworden. Aber Dani, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir machen über das NFT-Thema sprechen. Dann machen wir irgendwann mal NFTs. Weiter im Kontext. Wir haben schon wieder ein bisschen was auf drüber. Der Spaß am Spieltyp kommt vom Lorenz. Ja, jetzt komm, schmeiß mal was rein. Die Sau hat Hunger. Nimm mal zwei, drei Münzen da drüben, ich weiß. Aber ich muss es kurz anmerken, weil sonst wissen wir nicht, dass wir noch ein bisschen auf die Tube drücken müssen. Lorenz Nummer 3 ist tituliert. Macht gar keine Geräusche mehr. Ja, das kaputt mag wieder. Manchmal nicht. Das ist so. Das ist nicht gefüttert. Der Spaß am Spieltyp will nicht. Mal Martin nochmal unterbrechen, damit er nochmal neu. Ja, genau. Was denn? Welcher Typ jetzt? Okay. Schnappatmung. Will nicht unbedingt gewinnen, sondern nur erreichen, Typ jetzt? Dass sein Deck das tut, was es soll. Freut sich, wenn die Decks der Mitspieler auch funktionieren oder er irre Kombos sieht. Leidet furchtbar mit bei Screw und Flood der anderen. Typischer Satz. Wow, deine Karte ist ja mega. Ich bin beim Lesen kurz in mich gegangen und habe überlegt, ob ich so einen Typ jemals getroffen habe. Doch schon. Ja, echt? Voll, ja. Jemanden, der so mit seinem Deck einfach nur so mit rumdödelt und sich mehr über die Decks der anderen freut? Und wenn die funktionieren und irre Kombos feiern? Nein, es geht ja nicht darum, sich mehr über die Decks der anderen zu freuen, sondern einfach so eine gute Zeit haben zu wollen. Ich find, das ist so der Gathering-Typ. Der Lorenz ist doch so einer, oder nicht? Ja, voll. Der Lorenz hat jetzt auch nicht so übertriebene Decks. Das stimmt. Also und vielleicht hat er sich da ein Stück weit selber beschrieben. Feiert halt natürlich, jetzt mein Opposition-Agent nicht, aber so grundsätzlich feiert er schon auch andere Spielzüge und Decks feiert er schon auch ab. Weil ja, Lorenz mag es auch, wenn du Decks spielst oder Interaktionen hast, die halt irgendwie untypisch sind oder irgendwie so unterm Radar fliegen und dann aber trotzdem halt irgendwie einen Kartenvorteil generieren oder sowas. Aber das ist schon was, wo der Lorenz sich dann drüber erfreut. Ja. Doch. Ich muss es schon zugeben und bin mal gespannt, ob ihr mich da jetzt eher zurechtstutzt oder ob ihr mir beipflichtet. Ich sehe da schon auch einige Komponenten bei mir selber, weil ich kann schon behaupten, gerade wenn es jetzt ums Commander geht, dass ich nicht unbedingt gewinnen will, sondern halt einfach will, dass mein Deck funktioniert. Ja. Ich leide tatsächlich, wenn es bei anderen auch mit Screw und Flood ist, also das ist etwas, da leide ich sogar im kompetitiven Umfeld, weil ich will einfach ein schönes Match haben. Ja. Das ist mir persönlich wirklich echt wichtig und ich freue mich gar nicht wirklich über einen Sieg, wenn ich den anderen wegrasiere, weil er halt einfach in Turn 10 immer noch Land 2 hat. Also bin ich einfach nicht der Typ. Und ich freue mich auch durchaus, wenn die Decks der Mitspieler funktionieren oder geile Kombos kommen. Also habe ich mich auch schon gefreut. Also, deine Decks sind halt sehr, sehr stark, außer deine aber ich kann sie halt nicht, aber ich kann sie halt nicht steuern, das ist das Problem. Ich bin halt einfach zu doof, sie zu spielen. Nein, die sind doch stark. Man ja, stark halt, schon, aber ich bin nicht der gute. Nein, man nimmt dich halt als erstes vom Board runter, weil sie so stark sind. Aber es ist. Ohne dass die Leute wissen, dass ich es eh nicht gleich spielen könnte.
Ja, aber das deckt sich eigentlich ganz gut mit meinem Good Guy, wenn ich das so. Ja, also wenn du die bündeln kannst, dann. Ich glaube, das kann ich ganz gut bündeln, ja. Ja, okay, dann lass uns mal ein bisschen Effizienz walten. Also, Max, sein Good Guy wäre ultrasympathischer Dude, der dir erstmal mit seinem Bier zuprostet, spielt in der Regel vielleicht die ein oder andere Karte zu viel in seinem Deck oder vergisst gerne mal seine Spielmatte. Kein Token am Start. Warte mal, ich habe hier einen Kronkorken. Das Spiel ist zweitrangig. Während du zum finalen Schlag ausholst, dreht sich der Good Guy erstmal eine Kippe und lehnt sich entspannt zurück. Okay, das ist aber schon eine andere Metaebene, die du noch reinziehst. Also ja, da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten, da bin ich bei dir. Aber das ist halt natürlich nochmal so ein Typ Mensch, den du da beschreibst, der ist jetzt nicht ganz von Lorenz nochmal aufgegriffen worden. Da ging es ihm ja wirklich um den Kern. Du beschreibst da noch wirklich ein starkes Drumherum. Ja, das ist ja auch eine besonders. Eine Attitüde, so, der halt einfach grundsätzlich ein entspannter Typ ist. Genau. Ja. Und das macht einen Riesenunterschied. Ja, okay. Weil du kannst einen etwas ruhigeren Typen haben, der sagt, der freut sich auch über die Decks der anderen und über die Kombos und so weiter. Und dann hast du halt den Gechillten, der halt, wo du genau weißt, mit dem gehst du jetzt raus vor die Tür, zündest eine Kippe an, Bierchen und es wird drüber gequatscht und gelacht und dann kommt zwischendrin neben Magic aber auch einmal, ey, wie war es denn beim Saufen, so nach dem Motto. Ja, ja, ja. Und das ist ein Unterschied, aber ähnlich, ja. Das ist total ein Unterschied, ein kleiner, aber feiner. Ja, doch, nein, ich verstehe es schon. Zum Beispiel Martin, Spiel am Spaß-Typ, der findet halt einfach die komplexe Interaktion dann spannend, während dann, keine Ahnung, der Pavel halt einfach Bock hat, sein Beispiel mit dem, dir. Dem Good Guy ist dann quasi so egal, was passiert. Obwohl ich jetzt, auch nicht so die Good Guy bezeichnen würde. Das heißt, beim Good Guy gibt es auch vielleicht nicht so die Props für einen komplexen Move oder so. Ja, der hat es im Zweifel nicht verstanden, aber schiebt halt zusammen. Ja, vielleicht war es ihm halt einfach. Ja, okay. Genau, aber wenn du ihm sagst, du hast jetzt verloren, dann schiebt er einfach zusammen. Ja, sagt er, passt, okay, geiles Spiel. Ja. Genau. Ja, gut. Der Spaß am Spieltyp. Ich überlege gerade, ob ich den... Nee, den habe ich so nicht ganz drin. Nee, würde ich nicht sagen. Bei dir kommt als nächstes der Glücklose. Scheitert, wenn, dann nur am Glück. Ja, genau. Das ist aber der gemeint, das geht eigentlich einher mit den Arroganten vielleicht auch so, der einfach sagt, der eigentlich nicht verliert, wenn, dann ist er einfach nur screwed oder hat einfach nur Pech gehabt. Oder hat einfach den Gegner gewinnen. Aber der muss ja nicht per se arrogant oder... Genau, aber das so war meine Intention hinter der... Echt? Ja, das ist der Glücklose in Form von, der hat halt... Der akzeptiert nicht, dass es vielleicht auch sein Können sein könnte, sondern der sagt, es scheitert nur, wenn ich verliere, dann kann es einfach nur Pech sein. Kann es nicht im Umkehrschluss trotzdem dann sein, der eigentlich ultra viel Skill hat und wirklich einfach nur Pech? Das kann natürlich sein, aber das war meine Intention hinter dem Typen. Okay. Der sich so als das Opfer und der Glücklose sieht und der sagt, eigentlich hätte ich dich wegrasieren müssen, aber ich bin auch einfach nur manchmal Glück gehabt, dass dein Deck halt einfach dir das Top-Deck geschenkt hat und ich halt einfach nichts gezogen habe. Genau. Also ich habe immer den Eindruck, ich spiele gegen ganz viele. Nein, das ist so Quatsch. Aber da sehe ich mich auch gerade. Da also krass ich mich auf meine eigene Nase packen, glaube ich. So krass bist du nicht. Also du bist manchmal schon arg frustriert nach so einer Niederlage, aber du bist jetzt nicht so... du hast es mich noch nie so spüren lassen dann. Okay. Ja. Also zumindest habe ich es nicht im Negativen. Also dann können wir den Glücklosen so ein bisschen abkürzen, dass er wirklich für dich so die Intention ist, okay, jemand, der es nicht so richtig akzeptieren will und das eigentlich immer mit einem anderen Grund versucht, schön zu reden. Ja, genau. Okay, verstanden. Ich habe als Nächsten bei mir der Nervöse. Den hatten wir ein Stück weit schon. Das war so ein bisschen auch in dem Introvertierten drin, der so ein bisschen die feuchte Hand hat. Aber trotzdem gibt es für mich da schon nochmal so eine Nuance davon, der halt dann einfach wirklich so nervös ist, dass er sich von mir vielleicht unter Umständen einfach durch egal was ich tue, unter Druck gesetzt fühlt. Das ist so dann der Typ, der sagt, okay, weil er vielleicht irgendwie ewig nicht in die Pötte kommt, dass ich sage, kommt da jetzt noch was oder bin ich dann dran? Und der sich dann da doch total aus dem Konzept bringen lässt im kompetitiven Umfeld, weil er halt einfach nicht, Turnier erprobt ist oder so eine Drucksituation, mit der umgehen kann und der dann einfach so total rumwurschtelt. Bei mir geht es immer so, wenn wir in Freising Legacy zocken oder sowas, dann immer vor der ersten Runde bin ich nervös und dann geht es wieder so steil bergab. Aber so kurz bevor das erste Game losgeht, dann... Naja, aber es gibt schon auch, also ich habe auch Spielertypen schon erlebt, die gefühlt permanent nervös bleiben, vor allem je heikler es wird, im Sinne von je weiter das Event vielleicht auch fortschreitet und ihr meinetwegen die ersten vier Partien gewonnen hat, dann wird ja schon das Teilnehmerfeld dünner, wo er halt natürlich auf die stärkeren Gegner trifft und wo er halt dann automatisch auch so seine Nervosität steigt. Und tatsächlich ein wunderschönes Beispiel, den du ja vorhin schon namentlich erwähnt hast, ist aber auch der Markus gewesen. Okay. Der Markus hatte nämlich auch selbst tatsächlich, auch in Matches, dann bei mir teilweise, auch so eine Grundnervosität, wo man einfach gemerkt hat, okay, er will da jetzt irgendwie unbedingt gewinnen,
weil das halt so sein Anreiz war. Ja. Aber er hatte noch eine Nervosität, die für mich ultra simpel erkennbar war. Ich habe gemerkt, menschlich aber auch. Ja, ne? Ist ja auch, Gottes Willen, das ist auch gar nicht wertend gemeint. Lustig, aber dass es das so präsent ist gerade bei uns, ja? Markus. Wir haben schon ewig nichts mit ihm zu tun. Das ist kurios, aber das ist ein gutes Beispiel. Der hat sich halt einfach mit seiner Art, weil er halt so sympathisch ist und seiner Grundart, ja, und wie du es halt beschrieben hast, hat sich das halt eingebrannt. Und das ist das Schöne dran, wenn halt ein Mensch so ein Bild zeichnet, dass man sich das halt so merken kann. Aber das habe ich tatsächlich auch genau bei Markus erlebt, dass der dann an der Stelle weiter fortgeschritten im Spiel schon trotzdem auch eine gewisse Grundnervosität hatte, wo ich mir dachte, die braucht es doch gerade gar nicht. Also wegen mir schon gleich gar nicht, weil ich ja nicht da sitze und Druck mache und die ganze Zeit irgendwie arrogant an ihn hinpiekse und ihm damit irgendwie so ein bisschen den Druck auch automatisch gebe. Den hat er selber sich irgendwie geholt, woher auch immer. Aber ich muss sagen, viele ich überlege gerade, man geht ja immer im Kopf dann durch, welche Begegnungen man so hatte im Spiel und viele fallen mir da jetzt nicht ein, die so nervös waren. Ich habe schon noch zwei, drei, aber ich werde jetzt nicht jeden Namen nicht erwähnen. Nee, aber klar. Ich habe da schon so zwei, drei, die dann schon so ein bisschen auch ins Nervöse abdriften. Okay. Habe ich schon auch gehabt. Also so wie ich das jetzt als nervös titulieren würde. Aber, ja, schon, so in Teilen, ja. Ja. Nachvollziehbar. Max hat als nächsten, wir hatten jetzt gerade den Good Guy, der wäre der nächste theoretisch gewesen, aber ich glaube, den können wir mal so fast grob abhaken. Also außer, dass du halt, wie ich total verstehen kann, nochmal so diesen Zusatz da halt herausgearbeitet hast, dass du sagst, das ist halt einer, der hat halt zwar Spaß an Magic, aber für ihn ist es jetzt nicht das Leben. Spaß an Magic und Spaß am Bier. Genau, Spaß halt an dem Spaß Gathering, mit Leuten zusammen sein, einfach eine gute Zeit haben, müssen mal irgendwie der Realität entfliehen. So. Also der so richtig diesen Gathering-Charakter halt auch lebt, also was halt cool ist. Ja, voll. Das ist ja, glaube ich, das kann man ganz ungeniert und gar nicht arrogant sagen, das ist ja auch was unsere Community so ausgemacht hat. Ja. Also wofür, oder was hat... Mir war das auch wichtig, den Good Guy damit reinzubringen, weil ich hatte beim Anfang das Gefühl, dass ich sehr viele negative Aspekte verwurstet habe. Deshalb wollte ich nochmal irgendwie so einen positiven Aspekt auch reinbringen. Und das war für mich so die Essenz des positiven Magic-Spielers. Irgendwie. Wobei, also wir haben die insgesamt sehr viel, finde ich, in unserem Umfeld. Also selbst wenn ich auch an Legacy Freising denke, da stehst du einfach mit Leuten, die du so gar nicht so richtig kennengelernt hast, also bis dato, vor diesem Restaurant, wo man spielt und quatscht halt dann einfach 5 oder 10 Minuten super lässig und da geht es gar nicht immer nur pur um Magic, sondern da quatscht man halt einfach locker, lose über alles Mögliche und das ist das Coole dran. Ja. Aber die hast du halt auch nicht überall. Also es gibt halt dann auch Events. Da kommt eigentlich noch mal ein neuer Charakter dazu, wenn ich so drüber nachdenke. So der Redner, der eigentlich mehr über Magic mit das präsentiert, was er Heftiges gemacht hat und dann habe ich dies gemacht und dann das und dann Turn 4, dann hat er das verzockt, aber dann habe ich dies gemacht und erzählt dir da so und du denkst so, okay, der kommt zum Punkt, vielleicht, so, wo ist die Pointe? Vielleicht habe ich da jemanden im Kopf, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Meinst du mich? Nein, gar nicht, wirklich nicht. Okay, ich dachte schon, weil du so rübergeschaut hast. Nee. Aber ich dachte, euch ist das selbst eventuell auch klar. Ich habe jetzt gar nicht so die Person im Kopf. Doch, aber wenn ich euch den Namen sagen würde, würdet ihr ganz, ganz, ganz schnell heftig nicken. Okay. Genau. Okay, aber das ist dann der Good Guy. Dann gehen wir mal zum eigentlich Nächsten, der dann in eine Reihenfolge kommt. Der komplexe Stormcount, der komplexe, sorry. Ja, da fehlt so ein Letzter oder ein Punkt oder so. Der komplexe. Und zwar Stormcount 6, der Zug geht schon 10 Minuten. Jeder Spell muss gut überlegt werden. Brainstorm, Ponder, Lava Spike. Trigger auf dem Stack, erstmal nachdenken. Cast, Shatterstorm, 9 Eichhörnchen gemacht, nice. Gewinnen oder verlieren ist eigentlich egal. Hauptsache, es fühlt sich geil an und dauert lange. Ja. Oh ja. Die Christoph. Herr Christoph ist schon ein bisschen. Christoph. Ja, was ja auch nicht schlecht ist. Nein, ja, nee. Das sind dann wieder so komplexe Spielzüge und am Ende hat man 9 Eichhörnchen. Man ist dann so, ja geil, okay. Ja, finde ich, macht auch Spaß, gegen die zu spielen. Ja, ja. Also es kommt darauf an, wie lange die Züge dann sind und wenn jeder Zug so wie ich geht, ist. Aber ich finde es so grundsätzlich auch schon geil, wenn man so die Grenzen von Magic halt ausreizt und mal so die alles guckt, was so möglich ist. Ich finde, den Komplexen kann man auch dann teilweise mit so ein bisschen mit so diesem kompetitiven Charakter, vielleicht aus dem Pro-Gamer nochmal verbinden. Das sind dann die Leute, die sich so extra die schwersten Decks rauspicken, aber dann auch den Anspruch haben, das zu perfektionieren und richtig gut darin zu werden. Ja. So die Jakob, du kannst das sehr, sehr gut zum Beispiel mit deinem Doomsday-Deck. Fetten Respekt dabei dafür, das dann auch irgendwie so mehrere Runden am Tag dann durchzuziehen und dann auch noch wirklich dabei irgendwie zu gewinnen oder gut zu sein. Du siehst Jakob an, wie der da total anfängt abzutauchen und gefühlt seine ganzen Level durchzugehen, wo du sagst, okay, ich wäre schon seit 2 Minuten braindead. Ja. Also wirklich, ganz, ganz offen. Und das ist wirklich, wo gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde,
bemerkenswert und bewundernswert. Deswegen spiele ich so ein plumpes Reanimator-Deck im Legacy. Und vor allen Dingen, beim Jakob merkt man auch, dass er weiß, dass er teilweise ein bisschen länger dauert, aber er gibt dir immer das Gefühl, dass er versucht, sich zu beeilen. Ja, voll, genau. Er lässt macht das, er hat das auch schon im Vorfeld geplant, was er machen möchte. Er lässt es nicht so drauf ankommen, sondern er hat schon ein Ziel, auf das er hinarbeitet. Voll. Also er lässt das Ganze nicht irgendwie dann erst bei Null loslaufen, wenn er merkt, ich bin dran, so, oh hoppla, es gibt ja doch ein Weihnachten dieses Jahr, sondern genau er weiß jetzt bin ich dann dran, ich muss nur noch mal die vielleicht gerade aufgekommenen Begebenheiten von dem Turn von Max einbeziehen. Es ist dann schon eine Abgrenzung zu dem Typen, also zu dem, der ewig braucht. Für seinen, ja, schon. Ja, das sind also zwei Jahre. Da muss ich immer an den Mumiewik Commander vom Tom denken, wo jedes Mal, wenn du einen Blau- oder Grün-Zauber spielst, er halt tutoren darf. Oh, wow. Und er halt nie wusste, was er tut. Der war hart. Der war richtig hart. Okay, das. So, und dann kommt halt irgendwie so ein komischer Lano-Elf da raus, wo du denkst, Alter. Aber das weißt du, der Tom weiß es selber, wir lachen gemeinsam drüber. Da glaube ich, kann Tom als erster drüber lachen, da ist Tom, glaube ich, insgesamt sehr schmerzbefreit, was ja das Gute auch dran ist. Das macht es ja sympathisch, um Gottes Willen. Ich nehme mal den nächsten vom Lorenz, und zwar der Spaß am Gathering-Typ. Wir haben da ein paar Redundanzen zu deinem Good Guy. Yeah. Und zwar, ihm ist Gemeinschaft wichtiger als das Spiel. Folgt dem Spielverlauf nur nebenher, aber unterhält sich die ganze Zeit. Kennt sich in deinem Privatleben besser aus als in seinem Deck. Das ist eine geile Formulierung. Grandios, diese Beschreibung. Und das hätte ich gerne, dass Lorenz das selber vorgetragen hätte. Ja, deswegen schade, dass das Lorenz nicht vorträgt. Und trinkt immer mindestens 2 Bier pro Match. Na gut, wenn du da hoffentlich nicht irgendwelche schnellen Runden mit 2 Turns hast bei Legacy, dann ist er schnell voll. Und der typische Satz ist, oh, bin ich dran? Also, da ist eine kleine Nuance anders als dein Good Guy, aber fühle ich total. Fühle ich total den Typen. Und der ist auch geil. Also der gehört positiver Mensch. Ja, der gehört auch dazu. Also der gehört gerade zu so einem klassischen Kitchen Table Commander, gehört der einfach in die Runde, weil sonst ist es Fahrt. Kennt sich in deinem Privatleben besser aus als in seinem Deck. Das ist so on point einfach. Also ganz ehrlich, Jungs, bis dato ist das der Satz des Abends für diese Folge. Da kann man nichts anderes sagen. Wenn man das irgendwie ins Thumbnail einarbeiten könnte, würde ich es feiern, aber das macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Also, perfekt. Ich glaube, über den müssen wir nicht mehr viel verlieren. Den gibt's, der gehört dazu und den wollen wir. Sonst ist Magic auch irgendwo ein bisschen zu trocken. Dani, der Casual 3000-Typ. 10 Stunden, eine Partie findet er mega. Ja. Das ist dann welcher? Ist das jetzt der sich unendlich Zeit lässt? Ist es einer, der Storm komplex spielt? Was ist das? Der findet es auch cool, wenn der 5. Board-Vibe am Start ist und wir wieder alle von vorne anfangen. Und okay. So, das findet er einfach geil, einfach da so wirklich einen Abend, ein Game. Und dann halt einfach durchgrindet und dann halt kurz noch vom Deck tot seinen Sieg einfährt und so. Da geht es gar nicht so, also auch sehr casualig, also da geht viel mit dem Casual-Spieler mit überein. Dem ist es wichtig, einfach zu zocken und beisammen zu sein. Aber der leidet, Max leidet ja sehr, wenn die Spiele lange gehen zum Beispiel, aber er leidet überhaupt nicht. Er findet es einfach nur cool, wenn quasi alles resettet ist und wieder alle bei... Das heißt, ihm ist der Rest egal? Ja. Okay, also er ist wirklich nur drauf aus, solange es geht. Genau, spielen, ein paar Länder tappen, ein paar Kreaturen legen. Bitte mach noch ein Board, weil ich will nicht heim zu meiner Frau-Typ. Genau. So. Okay. <Get it. lacht> Okay, dann haben wir das auch. Ich sehe schon, wir haben jetzt langsam ein Niveau erreicht. Das ist ganz gut. Okay, sehr schön. Ja, okay, verstanden. Den gibt's, also den finde ich persönlich ein bisschen schwieriger, weil es bringt ja nichts, das Ganze künstlich irgendwie rauszuzögern und irgendwie an so eine Beatmungsgerät zu hängen, das Match, weil... Ja, der beendet auch das Spiel nicht, wenn er könnte. Ja, genau. Oh. Ja, der ist Respekt vor dem anderen. Genau so. Hey, okay. Voll der Respekt. Spiele ich jetzt nicht, das wäre jetzt ein bisschen krass. So, den Eldrazi lege ich jetzt nicht. Okay, ja. Habe ich ein bisschen Schmerzen mit und wäre jetzt nicht so mein Style, aber auch die findest du. Auch die gehören dazu. Okay. Ich gehe mal kurz bei meinem nächsten rein. Das ist der Lockere. Den können wir, glaube ich, auch insgesamt ein bisschen abkürzen. Der ist sehr stark in den Zweien von dir und Lorenz aufgehängt. Also auch wirklich das Lockere im Sinne von, der nimmt das Spiel jetzt nicht zu überernst, hat einfach Spaß daran, Teil der Runde zu sein, freut sich auf den Abend, weiß genau, was er von dem Abend hat. Der einfach genau weiß, ich habe jetzt ein Hobby, was ich ausleben kann, wo ich jede Minute einfach Bock drauf habe. Egal, wie es verläuft. Das kann so für mich verlaufen oder so, aber ich weiß genau, der Abend, der hat mir einfach eine Entspannung gegeben, die ich da haben wollte. Und das ist für mich so der Lockere und der das dann auch signalisiert. Deswegen sage ich sehr stark
deckungsgleich mit euren zwei Typen, Good ja. Guy und auch ja, dem Spaß am Gathering-Typ. Deswegen brauche ich den jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr vertiefen. Ich kann dann den nächsten bei mir theoretisch in der Liste auch noch ganz kurz mit abhaken, weil der ist schon mehrfach gefallen, der Kompetitive, aber auch wirklich mehr mit dem Touch in Richtung negativ arrogant. Hatten wir schon mehr als ausführlich, deswegen gehe ich über den drüber und komme aber noch zu meinem nächsten, weil den haben wir, finde ich, so in der Form noch gar nicht wirklich benannt. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe ihn benannt, der Trash-Talker. Weil den Trash-Talker... Okay, bin ich gespannt, wie du's ja, der Trash-Talker hat bewusst in seinem Portfolio absichtlich dieses völlig unnötige Trash-Talken drinnen, um den Gegner einfach so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Der versucht damit, den Gegner zu beeinflussen und zu manipulieren. Der sagt einfach die ganze Zeit irgendeinen Quatsch, der gerade überhaupt nicht relevant ist, und entweder um dich damit einfach zu langweilen oder dich damit aus dem Spielprinzip zu bringen, weil er aber vielleicht entweder, also es gibt auch da zwei Subtypen, einer, der das völlig bewusst macht, oder einer, der gar nicht die Sensoren dafür hat, dass das gerade einfach total sinnfrei ist. Also der dich halt einfach voll lallt und gar nicht merkt, dass es dich gerade überhaupt nicht interessiert. Aber ist es zum Beispiel, wenn ich sowas lege und sage, ist nichts Wildes, ist das Trash-Talk? Nee. Nee, das ist nicht der Trash-Talk, den ich meine. Es ist schon auch eine gewisse Form von... Ja, wahrscheinlich also schon so eine Nuance-Trash-Talk, wie man es jetzt vielleicht als Trash-Talk bezeichnet. Also vielleicht könnte. Für die Zuhörer, die es nicht kennen, in der Regel, wenn ich eine gute Karte spiele und jemand fragt, was ist denn das, dann sage ich nichts Wildes. Und versuche dann die Leute zu kaschieren. Ja. In der Regel, wenn ich das sage, ist nichts Wildes, ist es in der Regel Wildes. Genau. Dann ist Alarm am Board. Ja. Genau. Ich finde, der Trash-Talker ist so ein bisschen was wie so ein urbaner Mythos für mich, weil ich spiele jetzt auch schon seit längerer... ja, so unscheiß seit vielen Jahren Magic, aber mir ist das noch nie... jemand untergekommen, der mich bewusst so fett gelabert hat, dass er mich aus dem Konzept bringen wollte oder so. Soll ich dir sagen, vielleicht habe ich es auch nie mitbekommen. Du hast die Sensoren dafür nicht, weil du versuchen musst, also du bist ein Typ, der braucht seine Ultrakonzentration. Das heißt, das ist bei dir schon ein Schutzschild, weil ich kenne dich, du bist total schnell aus deinem eigenen Konzept gebracht, wenn du zu viel Außengeräusche kriegst. Ja, das stimmt. Und deswegen hast du, glaube ich, da längst einen Filter für dich geschaffen, der versucht, sowas so gut es geht auszublenden. Weil du hast nicht die Kapazität, jetzt diesem Blödsinn des Gegners zuzuhören, während du gerade versuchst, deinen Zug zu planen. Ja, vielleicht bin ich einfach nicht empfänglich dafür. Ja, kann sein. Weiß ich du bist, nicht. Ist ja gut für dich, weil... Ja, scheint einfach kurz aus. Genau, weil der Gegenüber, wenn er versucht... Zusammen hier. Temporarily not available. So ein Tilt in den Augen. So. Sprechen Sie nach dem Piep. Ja, nee, aber ihr wisst, glaube ich, welchen Typ ich jetzt meine. Ja, der hat einfach, also auch wirklich einer, der nicht checkt, dass es mich einfach nicht interessiert, was er heute Mittag gegessen hat. Es ist mir scheißegal und er kriegt nicht mit, dass er das einfach nicht erzählen sollte. Oder weil er halt das macht, weil er merkt, damit kriege ich ihn. Das bringt ihn aus dem Konzept. Also das ist für mich die Kategorie Trash-Talk. Ah, okay, verstehe. Also ich habe auch unter Trash-Talk, als ich das gelesen habe, so verstanden, das sind dann die Typen, die dich tatsächlich auch die ganze Zeit irgendwie beleidigen. Wenn du eine Karte spielst und sagst, oh, du Arsch. Oder ja, sowas. Das oder ist nicht Trash-Talk, nee. Nee, das ist für mich dann nicht Trash-Talk. Das ist dann eher so ein bisschen... Einfach unhöflich. Beleidigend, unhöflich, unfreundlich, arrogant. Okay. Deswegen Trash-Talk ist für mich einfach nur dieses... Ich erzähle dir heute, was es heute eben mittags zu essen gab und warum ich halt duschen war oder nicht. Okay. Und du denkst dir so, kann ich mal einen Zug machen? Ach, ich glaube, ich habe auch schon so jemanden gefunden. Ich würde mehr so als den Kommentierer vielleicht irgendwie. Das geht in die gleiche Richtung, so, ja. Der dann alles kommentiert, was du auf den Tresen legst. Das so. Ist für mich gar nicht so ein Off-Topic-Scheiß, um dich aus dem Konzept zu bringen. Labern. Sondern einfach so, das Land, aber da gibt es auch noch die bessere Variante aus dem Set so und so. Das war damals aber Mythic, deshalb spielst du wahrscheinlich das. Und sowas, du sitzt da und denkst, das Nano-Elf. Ah, okay, kommt jetzt noch ein Ruhmsucher, oder? Ja, genau. Und du sitzt da und denkst dir so, das habe ich dich gerade gar nicht. So gelabert mit Bezug zum Game, aber. Genau. Und das gibt es in verschiedenen Ebenen. Aber ich glaube, ihr kriegt jetzt so ein bisschen ein Gefühl dafür, was für mich Trash-Talk ist. Aber so off-topic mich, das glaube ich selten. Ja. Ja gut, aber du hast, also das gibt es einerseits im Match, aber zum Beispiel auch nach dem Match, wo du dann in der Gruppe dastehst und dir so denkst, okay, I don't mind. Ja. Wirklich so, es ist mir wurscht, bitte. Hab darüber nicht darüber angefangen, mit dir zu reden und hab dir eigentlich auch gar nicht den Raum gegeben, dass du mit mir jetzt über das Thema an sich sprichst. Und da gibt es halt manche, die verstehen das sofort und manche, die wollen das halt einfach. Aber ich glaube, der Punkt ist, klar und deutlich. Max, sein Vorletzter, der Ahnungslose. Ja, warum sollte ich mein Sliver-Deck nicht beim Legacy-Turnier zocken? Das war doch 2006 schon gut. Ähnlich sympathisch wie der Good Guy, gewinnt aber am Ende tatsächlich. Kann man ihm nicht übel nehmen. Also das ist so der aus Versehen gewinnt, meinst du? Ist so ein Underdog, ja. Irgendwie, der seit längerer Zeit einfach mal wieder dabei ist und irgendwie was Cooles machen möchte und so. Ist auch jemand, der mir das überhaupt nicht übel nehmen kann. Der halt so ein Tier überhaupt nicht Deck spielt. Und trotzdem erfolgreich das dann. Hat der Skill oder hat der Luck? Beides.
Okay, also eine Mischung aus beidem, was ihm dann unter Umständen auch mal... Da musste ich an den einen, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber der war auch hier da und der hat so einen abgefahrenen Phasing-Commander gespielt. Die blaue Schlange für 12 Millionen Mana, die alles ausphasen lässt, jede Runde und so. Das überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Und der hat sich auch die erste Partie gewonnen damit. Ja, das sind auch so Leute, die dann im Draft oder so mir die fetten Bomben aufmachen oder die teuren Sachen und so. Aber den Leuten gönnt man es dann auch immer. Also im Prinzip bin ich das dann im Draft, oder? Der Ahnungslose, der einfach nur die fetten Bomben aufmacht. Nee, du bist nicht der Ahnungslose. Du bist der. Du weißt wahrscheinlich vorher, in diesem Booster brauche ich jetzt diese Karte, mach die Office drin. Mir ist tatsächlich eine Person dazu eingefallen, der auch eine längere Zeit nicht gespielt hat, der bei uns dann bei Modern mal reingerutscht ist. Ich weiß nicht, ob du sofort weißt, wen ich meine. Einer aus unserer Community, der dann auch manchmal so ein bisschen verplant war. Ja. Das, glaube ich, geht so ein bisschen in die Richtung, das hat er nicht mit Absicht gemacht, der hat dann versucht, das ein bisschen wieder zu refreshen, sein ganzes Ding. Und dann ist er halt dann manchmal damit erfolgreich gewesen und denkst du so, okay. Oh, das ist ein bisschen weird auch, aber irgendwie cool. Substanz. Ja, beides. Manchmal ist so dieses, okay, da hat er jetzt aber schon echt ein bisschen Luck gehabt und beim anderen merkst du so, ja gut, eigentlich hat er schon Grundahnung, aber irgendwie ist es noch nicht wieder auf einem Level, wo du sagst, okay, jetzt hat er mich aber wirklich berechtigt umgenietet. Okay, verstanden. Dann haben wir beim Lorenz den letzten. Dann ist Lorenz seine Liste durch. Der Messi. Ich musste bei seiner Überschrift schon schmunzeln. Mhm. Warum, erkläre ich gleich noch. Kommt immer zu spät oder sagt spontan ab. Keine Playmat, keine passenden Token, keine Würfel, keine Counter, Penny Sleeves. Mischt seinen Commander nach jedem Spiel versehentlich ins Deck. Irgendwie mag man ihn trotzdem. Typischer Satz, hat jemand XY für mich? Ich habe den Rest noch nicht gekannt von seiner Beschreibung. Bei Messi musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich ja Lorenz immer so spaßeshalber ankreide, dass er seine Länder immer so schlampig tappt. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt halt so unterschiedliche Arten von Messi. Es gibt halt einfach den, der nicht richtig tappen kann, oder es gibt halt den, der immer zu spät kommt. So. Also ich mache mal kurz eine Abkürzung zu einem von meinen, den ich noch bei mir unten aufgeführt habe, nämlich der Schlampige. Der Schlanke. Der Schlampige. der Schlampige, Dicke, das ist nämlich genau in die Richtung. Gefragt. Der Blonde. Der Schlampige ist für mich auch ähnlich in der Kategorie zu verorten. Weil das geht ja ins selbe Segment, aber da musste ich halt auch so im Schmunzeln an Lorenz denken, weil ich halt immer sage, hey, tapp doch einfach die Länder um 45 Grad und nicht eins um 17 Grad, das nächste um 23 Grad. Vor allem eins links, eins rechts. Ja, genau. Und dann sind auch noch die Basics, da kriege ich dann halt eins einen weißen Rand, eins mit einem alten Frame, eins mit Frame. Also ich glaube, wir können uns relativ schnell einigen. Wir meinen, glaube ich, alle die gleiche Kategorie. Das ist halt einfach jemand, der da völlig wild und total unsortiert ist, in jeglicher Form. Ja, vor allem, das sind dann auch Leute, die man so ein Dryad Arbor so mal unter so einem Forest verstecken oder so. Ja, oder auch die Leute, die halt so eine Deckbox, selbst gebastelte Deckbox haben oder so. Oder irgendeinen Schuhkarton hernehmen, um das umzusetzen. So ein Schlangenleder aus dem Schuh von der Oma oder sowas. Ja. So eine selbstgebaute Deckbox. Ja. Nicht geil. Ja, aber das ist jetzt zumindest mal Lorenz sein Messi. Mir jetzt nicht ganz so häufig untergekommen und ich würde jetzt mal auch behaupten, das sind gar nicht so viele Magic-Spieler. Ich glaube, der Magic-Spieler per se hat schon einen Hang zu Ordnung und Sortieren und eigentlich alles kennen und wissen. Das hat ja auch mit Strategien und so zu tun und Karten. Aber gehört ein Messi auch dazu, der beim Limited ohne Sleeves kommt und dann ohne Sleeves spielt und ohne Matte? Da zieht sich alles bei mir zusammen. Ja. Ich hatte mal einen Spieler damals, wie ich noch in der Heimat gewohnt habe, ich weiß nicht, ob das richtig Messi ist, aber es kommt mir gerade in den Kopf. Der hatte immer einen Würfel dabei, einen ganz kleinen aber nur. Na, damit hat er sich auch richtig auf. Provokateur. Das ist der Provokateur. Und einen ganz kleinen Würfel. Den haben wir eigentlich, glaube ich, noch gar nicht. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich so die Liste durchscroll, so einen richtigen Provokateur haben wir gar nicht. Der so richtig absichtlich die Spitzen setzt. So der dann abhebt und dann die oberste Karte unten drunter legt. Das ist Provokation. Das ist der Dani. Okay, damit haben wir, glaube ich, jetzt vom Lorenz den letzten, den Messi durch. Dann haben wir beim Dani, da müssen wir mal gucken, ob der nicht schon irgendwo mehrfach jetzt gefallen ist, der Ultrafreundliche freut sich, wenn du gewinnst und appreciated das. Das haben wir eigentlich schon. Ich glaube, das ist abgehakt, das wäre jetzt auch mein Empfinden. Den nächsten von dir finde ich spannend, der Irrationale, der eher die Entscheidungen basierend auf Bauchgefühl trifft. Ist das jetzt so Kategorie Lucky Bastard? Nee, sondern... Also Kategorie Rache für mich. Ja, genau. Ja. Genau. Das ist der entscheidet dich halt kaputt zu machen, einfach weil du Spawfrog spielst. Okay. Zum Beispiel. Und wo du halt einfach... Du siehst eigentlich, der müsste eigentlich den jetzt rechts neben dir angreifen, weil der eigentlich gerade der ist, der uns alle bedroht, aber er tötet dich, weil er gerade einfach Bock dazu hat. Das heißt, deswegen kurze Rückfrage, das heißt, das ist für dich jetzt nicht der kompetitive Spieler, der jetzt in einem Match an einem Scheideweg steht und genau zwischen zwei Entscheidungen
ganz klipp und klar das Match lenken wird, im Sinne von, er kann theoretisch mit beidem irgendwie das Match gewinnen. Bei dem einen ist ein riesen Glücksfaktor dabei, ohne dass er es wirklich erkennt. Und dass er dann per Zufall, per Bauchentscheidung, okay, den meinst auch, du nicht. Nee, ich hab's voll auf Commander bezogen. Okay, verstehe. Und das spielst du und dann auf einmal kommt von rechts die Kraftier und du so, hä, ja, kenne ich gut. Bin aber hä, was, warum? Ja, du spielst Zombies, ich mag keine Zombies. Okay, verstanden. Und dann flippe ich aus. Aber das du hast meinen Punkt schon verstanden, den ja. ich meine, welchen Typ, den könnte man ja auch so interpretieren, zu sagen, ah, okay, ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, welche meiner beiden Entscheidungen jetzt die richtige sein könnte, dieses Match entscheidet, aber ich mache jetzt einfach das und das ist in dem Moment auch der richtige Bauchgefühl-Moment. Kann ja sein. Kann sein, ja. Okay. Aber du, okay, ich habe deinen Punkt verstanden. Also das ist wirklich der Commander-Typ, der meint, okay, ja, du, mich, die Karte du sieht doof aus, okay. Dann töte ich dich halt. Du bist hässlich, deswegen Target Number One. Okay. Genau, du hast drei Länder, ich zerstöre dir eins. Der Beleidigende, du bist hässlich. Den haben wir tatsächlich eigentlich auch gar nicht. Ja, aber den habe ich schon überlegt, den aufzuführen, aber das jetzt wird zu negativ. Okay, dann bei mir der Letzte, ich habe ihn der Langsame genannt. Moment. Den haben wir ja auch schon mehr oder weniger irgendwo gehabt, aber Langsame im wirklich, der halt einfach ewig macht und macht und macht, aber nicht im Sinne von, er macht es, weil das Setting hergibt, im Sinne von, er spielt Storm oder wie auch immer, sondern der sich halt einfach irgendwie nicht, der es nicht gewuppt kriegt und nicht gebacken kriegt, ordentlich sein Deck zu spielen, weil er es vielleicht nicht kennt, weil er irgendwie gefühlt, wie wir es ja schon mehrfach hatten als Beispiel, völlig überrascht ist, dass er jetzt dran ist, dass er das überhaupt nicht erwartet hat, dass er jetzt als nächstes dran ist, der irgendwie auch überhaupt nicht im Spiel aufpasst und so, ach so, bist du schon fertig? Und alle so, wir haben schon dreimal gesagt, kannst du bitte deinen Zug machen? Also das ist für mich so der Langsame, der halt einfach verschlafen ist und gar kein Interesse hat, sich so richtig proaktiv einzuklinken, um zu merken, was denn dazugehört. Also das ist für mich der Langsame, so habe ich den jetzt mal beschrieben. Ja. Ist, glaube ich, auch vermutlich dem einen oder anderen schon mal begegnet, oder? Ja, also definitiv. Ich denke, den kennt jeder so ein bisschen. Dann haben wir den letzten bei Max, der Goblin. Warum sollte ich mich mit den Feinheiten des komplexesten Games aller Zeiten auseinandersetzen, wenn ich dich einfach mit meinem mono-roten Deck verprügeln kann? Lightning Bolt in dein Gesicht. Das ist meine persönliche Nemesis. Ich wollte gerade sagen. Man kann das auch einfach durch Eldrazis ersetzen. Das ist dasselbe für mich. Das geht gar nicht. Also das ist jetzt schon Kategorie Seelenstriptease von Max. Ja. Also das ist Max sein... Ja. Sein Nightmare. Also da kann man, also Max nachts aufwecken. Spricht mal jeder über seine Ängste. Also ihr könnt mal irgendwann mal, falls ihr mal Max seiner Freundin im echten Leben begegnen solltet, ihr könnt sie mal fragen, wie oft sie denn Max schon nachts aufwachen hat sehen, wo er dann sich wieder total in den Mono-Red oder Eldrazi-Kampf ganz schreit. Eldrazi ist aufflüstert. Goblin Guide. Genau. das ist so, das ist ganz klar der Max-Typ. Dragon Rage Channeler. Aber das sind ja auch wieder Nuancen von so ein paar Spielertypen, die da mit drin hängen, wie zum Beispiel so ein bisschen der Arrogante, der sagt, ja, ich muss doch nicht ein anderes Deck spielen, dich mache ich damit fertig und das kann ich auch und da bin ich halt der Beste. Also ich hab auch ja, schon was da drin steckt, ist so ein bisschen so, ich akzeptiere ja auch, also Monorot ist jetzt nicht so stumpf, wie ich das jetzt da dargestellt habe, das ist mir völlig bewusst und man braucht da auch ein bisschen Skill für. Aber was mir da so ein bisschen fehlt einfach ist, irgendwie, dass die Magic-Welt ist so groß und so komplex und so, es gibt so viele krasse, coole Interaktionen und Sachen, die man machen kann, die man bauen kann und dann gibt es halt auch einfach die, ich lege eine Kreatur und verkloppt dich einfach damit. So. Aber ich muss sagen, also ich habe tatsächlich zwei monorote Decks gebaut. Also einmal in Oldschool und einmal im Dual Commander. Es lag aber nicht daran, dass ich, also die machen mir auch nicht jetzt wahnsinnig viel Spaß, Oldschool, weil es einfach günstig war. Ja, okay. Im Vergleich zu anderen. Hey, ja, Oldschool ist immer günstig. Also ja, das rote Deck, monorot ist das günstigste im Oldschool, was man kriegen kann. Und beim Dual Commander, weil ich keine Zeit hatte, tatsächlich. Also ich hatte keine Zeit, mein Deck zu bauen. Dann habe ich halt schnell ein rotes Deck zusammen. Ja, bist du entschuldigt, ist okay. Aber denke nicht auch so ein bisschen so, wenn man sich dann für Magic entscheidet, was ja nun mal wirklich einfach eins der irgendwie größten und variabelsten Spiele überhaupt ist, so dass man dann... Bin ich voll bei dir. Weil es ist ja auch total unbefriedigend, wenn man es selber spielt. Ist es so? Ich weiß es. Ich habe noch nie Mono-Rot gespielt. Werde ich aber es gibt aber Leute, die befriedigt das massiv. Ich finde, das ist halt Tappen-Mana-Schaden. Tappen-Mana-Schaden. Ich Leute schon... Mir sind schon Leute begegnet, die am Monorot sich richtig aufgeilen. Die gehen da, da kannst du froh sein, dass ich nicht die Tischplatte hebe bei den Leuten. Ernst gemeint. Nein, meine ich ganz ernst. Ich habe da Leute erlebt. Ja, kann ich es auch nicht so nachvollziehen. Die feiern sich ganz hart dafür, dass das Monorot jetzt spielen und sich damit rasieren. Da gibt es Leute, die feiern sich richtig dafür. Aber das ist echt ein Seelenstriptease-Punkt. Also ich wollte, vielleicht ist das auch kein Spielertyp. Ich wollte das nur einfach mal nochmal positionieren. Doch. Also für mich hat das schon einen Spielertyp-Punkt, dass er sagt, hey, ich spiele das einfachste Deck, I don't mind.
quasi, das ist so, das ist so quasi Winning Game, nee, Winning Team Joiner im Sinne von, da kann ich. Der Winning Team Joiner, ja. Ja, der FC Bayern-Fan. Ja. Der ist der FC Bayern-Fan unter den Magic-Spielern. Ja. Ist echt so. Ja. Doch, also die Richtung würde ich diesen Typ schon deklarieren. Deswegen kann ich den schon fühlen. Also da fehlt jetzt, finde ich jetzt nicht irgendwie eine weitere. Der mag auch Cristiano Ronaldo und so. Unter anderem. Ja. Zum Beispiel. Okay. Dani, wir haben jetzt bei dir noch zwei verbleibende, die wir noch schnell anschauen könnten. Den einen, muss ich sagen, finde ich sehr spannend, weil den haben wir irgendwie auch so bis dato irgendwie übersehen. Bin froh, dass du ihn aufgeschrieben hast. Der Politiker diskutiert wegen jedem kleinen Scheiß. Rechnet dir vor, warum es sinnvoller ist, jetzt nicht auf dich, sondern auf den anderen. Okay. Bietet Bündnisse an und erklärt dir, warum es sinnvoll ist, den jetzt erstmal rauszunehmen, dass wir zusammen, bietet dir den Deal an. Rechnet vor. Ja. So, und versucht überreden, das zu seinem Gunsten zu verändern. Aber da gibt es ja auch noch unterschiedliche Politikertypen. Also es gibt so die Merkel, die wirklich sehr diplomatisch an Sachen herangeht, sehr rational irgendwie und dann auch vielleicht so gewisse Kooperationen auch einhält. Und dann gibt es natürlich den Trump, der das einfach mit dem Arsch wieder einreißt. Also, aber es gibt auch die Schein-Merkel, so, die dann versucht, also die so offensichtlich tut, hey, das ist so sinnvoll, und es überhaupt nicht sinnvoll ist. Ja, der manipuliert so ein bisschen. Da gibt es ganz viele Untertypen bei dem Politikerthema. Da kannst du mal gefühlt eine eigene Ecke damit aufmachen. Aber gibt doch den politischen Trash-Talker, der dann irgendwie dir versucht zu erklären, warum es sinnvoll ist. Ich wollte gerade sagen, ein Stück weit hängt auch der Trash-Talker dran, muss ich sagen. Doch. Also da bin ich schon bei Max. Trash-Talk ist da schon mit verankert. Weil so wie die Baerbock. So, hey, guck mal, wir haben ganz viele Helme für euch. Braucht Helme. Oder wenn du halt bei, wenn du da so ein linker Politiker bist, sagst du, hey, Mana für alle. Ja, ja. Was ist das Problem jetzt? Aber allein in diesem Spielercharakter gibt es noch so viele weitere Spielercharaktere. Da gibt es richtig viele Ebenen, stimmt, ja. Also ich glaube, wir müssten mal eine Folge machen mit politischen Richtungen und in Magic. Da gab es ja mal einen coolen Beitrag vom Lorenz auch. Und der letzte, den du aufgeschrieben hast, aber ich glaube, den haben wir schon so ein bisschen mehrfach gehört, das war der Regelnazi, aber ich glaube, der ist ja schon mehrfach auch gefallen. Ja. Den haben wir, glaube ich, schon oft genug jetzt behandelt. Hexi-Bexis. Ja, da gibt es, glaube ich, jetzt genug. Oder der Judge schreit oder der dich wirklich gleich irgendwie rund macht, weil du da irgendwas falsch machst. Die, glaube ich, gibt es auch. Ich hab das Gefühl, wir haben einen sehr holistischen Ansatz jetzt gehabt auf das Ganze. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir irgendwas total unter den Teppich gekehrt oder vergessen haben, oder? Also ich glaube tatsächlich auch, dass wir wirklich eine schöne Facette aus den ganzen vier Gedanken jetzt zusammengetragen haben. Wollen wir nochmal so einen kurzen, nochmal einen Disclaimer machen? Ja, du, auch gerne zum Abschluss nochmal. Wir haben jetzt ganz viel über Stereotypen gesprochen, aber uns ist total bewusst, dass nicht jeder in irgendwie eine Kategorie reinpasst. Jeder hat irgendwo Nuancen von allem in sich, auch für uns. Ihr habt das ja gemerkt, wir haben uns auch selbst versucht, reflektieren. Und es ist ja auch karikatiert, also ist ich kann das von dir aussprechen. Ihr wisst schon, überzeichnet. Karitativ. Es ist auch karitativ. Auch karitativ. Karikiert? Nein, karikiert. Wie sagt man denn? Wenn ich bin man auch gerade Caracas. Trash Talker. Aber überzeichnet. Was uns einfach interessiert, haben wir denn irgendeinen Typ Spieler total übersehen? Also ist uns da jetzt wirklich einer durch die Lappen gegangen, den ihr jetzt vermisst in den ganzen Erklärungen, die wir jetzt über diese letzten 1,5 Stunden von uns gegeben haben? Dann jagt das in die Kommentare. Würde uns sehr interessieren, ob uns da jetzt irgendwie noch einer völlig abhanden gekommen ist. Ich wäre irritiert, ehrlicherweise. Aber wir sind nicht unfehlbar. Wisst ihr längst, wir können uns da sehr gut einschätzen, aber gerne, also lasst uns das gerne wissen, weil... Und wenn, wir haben wir es nicht vergessen, sondern lassen euch noch einen sagen. Genau. Exactly. Oh Mann, das Ding werde ich auch. Was mich auch interessieren würde, wäre, in welche Kategorie ihr euch selbst auch die Einschätzung. Wo seht ihr euch denn jetzt? Also ich habe mich ja geoutet als der Neinsager, der keinen Spaß verteilen möchte am Tisch. Wer seid ihr denn? Ich habe so eine Mischform aus allen möglichen gehabt jetzt. Also ich habe mich teilweise natürlich so ein bisschen im Spaß am Gathering-Typ gesehen. Ich bin so ein bisschen der Rumheuler. Ich mag tatsächlich auch an sich immer ganz gern komplex. Das liebe ich schon an dem Spiel. Das taugt mir schon. Ja, mit deinem Kinnendeck zum Beispiel. Das ist auch so voll in der Kategorie. Ja, das ist schon so ein Teil. Ist Kinnen nicht plump eher? Ich hatte auch mal Kinnen ist nicht plump. Da kannst du um 17 Ecken anfangen, Kombos zu machen. Raus, tutoren. Aber genau auf die gleiche Art und Weise würde jetzt auch ein Mono-Rot-Spiel argumentieren. Nein, das ist nicht plump. Du musst dich immer entscheiden, ob du die Kreatur Lightning Boltest oder den Spieler direkt. Ah, okay. Ja, und ansonsten, also bei mir, ich sehe schon noch auch einen Batzen Lockeren drin an sich, so einen lockeren Typen, der einfach schon das drumherum schätzt, also das gehört für mich schon stark dazu. Also das sind so meine eigenen Einschätzungen, dass ich da von allem etwas in mir trage. Ich glaube, bei mir kommt es total auf den Kontext wirklich an. Der Goblin Guy. Legacy Spiele in Freising, dann möchte ich halt schon irgendwie Punkte machen und gewinnen. Aber dabei möchte ich auch gerne irgendwie dann menschlich freundlich sein und irgendwie auch meinem Gegner dann den Sieg gönnen. Also der wahre Pro-Spieler.
Nee, weiß ich, ja, keine Ahnung, du versuchst natürlich schon irgendwie so gut zu spielen, wie du kannst. Du versuchst auch das Beste aus dir selber rauszuholen. Klar. Mit dem Casual-Zocken möchte ich dann auch gerne eigentlich ein bisschen lässiger sein, aber manchmal habe ich so Überschwinge aus diesem, das muss doch irgendwie jetzt mal weitergehen, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Und das ist auch okay so. Ja. Wo hängt Dani drin? Ja, ich bin der Neinsager, der die Spaß ist null. Der Verhinderer. Spiel. Ja, der Verhinderer. Aber nicht nur. Nicht nur. Nein, auf keinen Fall. So ein bisschen der Trash-Talker. Ja? Der Politiker bist du schon auch. Trash-Talker-Politiker. Ich habe nur negativ. Habe ich auch was Positives? Ja, also bist schon auch ein Good-Guy-Typ. Ab safe. Ach komm. Aber ich habe schon ein paar Bierchen getrunken, weil wir Magic so ist nicht. Das ist auch okay. Das gehört auch dazu. Ja. Ja, wir haben uns, glaube ich, jetzt mehr als ausführlich den Spielertypen angenommen. Und zwar nicht auf die klassische WotC-Art, sondern auf die Nackt- und Rosa-Art. Und es war hoffentlich unterhaltsam für euch da draußen. Und ihr habt viel wiedererkannt. Ihr habt viele Begriffe schon direkt erkannt, die wir euch erklärt haben. Also die Typen, wie wir sie von unserer Seite quasi gezeichnet haben. Das war uns ein Anliegen, dass wir das mal so ein bisschen nochmal in die Runde tragen. Und ich fand es unterhaltsam, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es eine schöne, witzige, lustige Diskussion. Und ich glaube, es war mindestens genauso unterhaltsam für euch. Ansonsten habt vor Augen, dass wir jetzt eben in 2 Wochen unseren fetten 2-jährigen Geburtstag feiern. Und nochmal knacken wir die 500 Abos auf YouTube bis dahin. Dann lassen wir die nochmal fünf. Genau, dann gibt es nochmal 5 quasi Verlosungsgeschenke mehr. Und glaubt mir, dieser Topf wird richtig schön voll und richtig fett. Also wir haben da echt ein paar coole Sachen in der Hinterhand, deswegen unterstützt das Ganze und seid dabei, hört rein in 2 Wochen in die Folge, in die natürlich jetzt auch. Klingt euch ein in den Kommentaren, lasst uns da alles wissen, was euch so auf dem Herzen liegt und beteiligt euch auch gerne vielleicht mit irgendwelchen Geburtstagsgrüßen für die nächste Folge. Und ja, ansonsten... Kackt den Martin vor die Tür. Auch das bitte, auch das ist quasi euer Geburtstagsgruß. Dann ist Nils Hamm in der Pipeline, also ihr seht schon, wir haben genug für euch und in diesem Sinne würde ich sagen, das war Nackt und Rosa, Episode 57, die Spielertypen auf Nackt und Rosa Art. Und ich würde sagen, schönes Wochenende, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Die Schweinchen sind raus. Aktiviert die Glocke, das wollte ich immer schon mal sagen. Ja. Servus zusammen. Ciao. Ciao.